Siegeiz Eintopf, Geiz Eintopf. Herzlich willkommen zu Siegeiz Eintopf. So, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Pling, da ist er. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Siegeiz Eintopf. Vorsicht! Sie erleben nun eine echte Katastrophensendung. Jonathan Frakes, wie wir ihn geliebt haben und immer noch lieben. Ich begrüße heute zur Folge 12 am 28.12.2021 den Malik. Guten Abend. Hallo, ich höre alles doppelt, weil ich irgendwo uns nochmal als Stream live höre. Warum tust du das? Ich weiß nicht mehr wovor. Ah, unser Live-Video. Kann okay. Ich direkt bewerben. Wir haben ja ein Live-Video bei streaming.mediaccc.de. Ich begrüße weiterhin in dieser tollen Folge den Patrick. Moin Moin. Hallo Patrick. Dich kennen ja eh schon alle. und wen auch alle kennen, das ist der liebe Phil. Hallo Phil, grüß dich. Hi. Hi. Grüß dich. Nach Minge. Ja, genau. Schön, dass du es geschafft hast, ja. Wann warst du eigentlich mal das letzte Mal in einem anderen Podcast? Weiß nicht mehr, habe ich vergessen. Ich schon. Mach ich gar nicht so oft. Freakshow im Sommer, oder? Genau. Freakshow. Bürgermeister Ladesäule. Ja, genau, ist richtig. Die Sendung der offenen Fragen. Ja, so wie ich auch in der letzten Freakshow mit dabei sein durfte. Das hat mich sehr gefreut. Da haben wir über MDM-Zeugs gesprochen, wie was auch immer. Das ist eigentlich auch das Einzige, worüber ich tatsächlich kompetent sprechen kann. Der Rest ist ja alles immer so ein bisschen Halbwissen, ne? Katalonien Malik, vielleicht noch. Ja, das stimmt, ja. Malik, dein letzter Auftritt irgendwo? Gast? Boah. Da muss ich jetzt buchstäblich auf meiner eigenen Homepage mal nachgucken gehen, die ich dafür eingerichtet habe. Gut gepflegt. Ja. Einmal mit Profis. Der macht so viel, der Junge. Wahrscheinlich, ja. Das war das Alfaltra-Dings bestimmt, oder? Ich sehe ihn reden, aber ich höre ihn nicht. Ja, man hört ihn nicht mehr. Ist er denn rausgeflogen aus dem Studio-Link, was ja ganz gerne mal passiert? Das ist so. Dafür ist er aber prädestiniert, das macht er bei Clean Electric auch gerne. Der Einzige, der immer rausfällt, ist der Typ aus Aachen. Wir rufen ihn an, mal schauen, was passiert. Derjenige mit den 3000 Podcasts, ne, kriegt's nicht geschissen. Ja, als ob ich es bin, du komischer Grüner aus Berlin. es ist natürlich mein ISP, der leider mein Internet nicht am Halten halten will. Ja. Danke, Glasfaser. Was sagen wollte? Um 20 Uhr muss das außen wieder angemacht werden, damit das weitergeht. Genau. So ist das wohl. Da werden die Brieftauben losgeschickt. Also, Afaldra, Rollenspiel-Podcast und da sitzen wir quasi, Kumpel Micha, Johnny, auch vielen bekannt aus der Teenager-Sex-Beichte und ich als die sogenannte Schimmelbande an einem Tisch und werden interviewt, sozusagen auf mittelalterlich und das ist sehr, sehr lustig geworden, weil das alles spontan war. Also gerade für die Leute, die TSB vermissen, kann ich nur den Link gerne mal rüberwerfen. Das war lustig. Also September war es. Ja, das war tatsächlich lustig, habe ich mir auch angehört. Im Auto irgendwie, irgendwo. Ja. Malik, was ist eigentlich aus deinem Tee-Thema geworden? Hast du denn den Tee gefunden in Deutschland? Ja, nein, aber. Also, was ich vielleicht vorher sagen muss, ich suchte einen bestimmten Orangentee. Schwarzer Tee mit Orangengeschmack, sage ich mal, von Lipton. Ich habe vorher Twinings schon mal ausprobiert, der auch eine Orange-Packung hat, genauso aussieht, den man in Deutschland kaufen kann, der überhaupt gar nicht irgendwie nach Orange schmeckt oder so. Und der war halt irgendwie nix, aber wir hatten mal Tee geschenkt bekommen und zwar eben den von Lipton mit Orange und am Anfang fand ich das ein bisschen weird und dann wurde es mein Lieblingstee. Und das endete dann natürlich in der Suche, wo kann ich den nachkaufen und stellte sich raus, in Deutschland scheint das einfach gar nicht zu gehen. Diese Sorte gibt es nicht in Deutschland und
Ja, man kann den in Holland kaufen, dann kann man sich da immer mal 20 Beutel mitbringen lassen oder so, ist ein Ja, bisschen Beutel mühsam. halt, ne? Ja, Beutel, genau, ich wollte den lose haben, einfach mehr Tee für weniger Geld und ich habe ja so ein Tee, wie heißen die, Tee-Ei, ne, so ein Ding habe ich ja, so ein Klapp-Tee-Ei. Und ja, also es gibt den in Holland und da ist super und Holland ist auch nicht weit von uns, aber ich dachte, vielleicht gibt es auch was in Deutschland und deswegen habe ich getwittert. Stellt sich eben raus, gibt es nur in Holland und in Frankreich. Und diese Okay. größeren Dosen habe ich dann bei Amazon Frankreich gefunden, irgendwie 4 Stück bestellt für 30 Euro oder so. Und auch zum Verschenken und so. Und habe den auch bekommen, hat eine andere Packung, ist, sieht irgendwie gleich aus, soll wahrscheinlich auch der gleiche Tee sein, ist es aber nicht. Nämlich, da ist schon dieses Orangige drin und so, das stimmt schon soweit, aber die nehmen scheinbar einen anderen Schwarztee, nämlich eher sowas Earl Grey-artiges. Und da ist ja so Bergamott-Beigeschmack drin, das ist nicht so meins. Kann ich trinken, ist okay und so, aber der Wow-Tee ist der andere. Und deswegen wird es wohl wieder Holland sein müssen. Ja, ein Tod muss mehr sterben, ne? Orangentee habe ich als Kind immer getrunken. Aber das war so Granulat, weißt du? Ich glaube, es war nur Zucker und Farbstoff und das muss man dann in Wasser auflösen. Das haben wir dann aufgekocht und dann haben wir es kalt werden lassen und dann getrunken. Wie von Richtig Aldi? schlecht. Aber das ist doch Zitrone, ne? Es war Orangentee, das weiß ich noch. Was genau das war, weiß ich natürlich nicht. Krass. Ist lange her. Ich bin ja schon über 20 und kann mich an die Details aus der Kindheit nicht mehr erinnern. Viele wissen das nicht. Viele wissen Ja. das nicht. Ich werde mal einen Link zu dem Lipton Chai Orange Jai Pur irgendwo hier hinterlassen. Und der muss auch genau so aussehen, damit er dann der richtige ist. Ich nehme jetzt mal irgendeinen beliebigen Link, wo das Bild. Wir werfen Links in den für diese Folge da seienden IRC-Chat, IRC, alles dazu und wie ihr dorthin kommt, findet ihr auf ccasts.net/live. Und wer mitchatten will, kann hier mitchatten. Ja, weil im Slack sind wir heute nicht. Ich habe schon so viele Fenster auf, das wird sonst sowieso nichts. Ja. Ja. Ja, das sind auch schon ein paar. Hallo Max Schneider und der Patrick Windelektrik ist da. Sehr schön, die Ah, er hat Altbekannten. reingeschafft. Hi, Ja, Patrick. hat er geschafft. Sehr schön. Ich wollte mit euch mal ein bisschen über dieses James-Webb-Teleskop sprechen. Habt ihr das mitbekommen, dass dort in den letzten Tagen, ich glaube, das war direkt am ersten Weihnachtstag, am 25., der oft verschobene Start auch endlich geglückt ist, Durch dich. durch mich mitbekommen. Dito. Ja. Ach so, durch ihn mitbekommen. Ich dachte, er hat dazu beigetragen, dass der Start endlich geglückt ist. Hast du Gott. machst doch Sachen, von denen ich gar Ja. nichts weiß, Ja, offensichtlich. ich mache, ja, mache ich bestimmt, ja. Aber ich glaube, so weit geht es dann doch nicht, ja. Nein, Mit nein. meiner Einflussnahme irgendwie. Nee, also soweit ich weiß, ich hatte eine ganz tolle Folge Raumzeit von dem Tim dazu gehört. Der hat, glaube ich, der ist ja mal vor ein paar Wochen, Monaten nach Madrid und hat dort, glaube ich, drei Raumzeitfolgen aufgenommen. Unter anderem eine über dieses James-Webb-Teleskop. Super interessant. Und dort haben sie dann auch gesagt, wann der Start. Und der Start war eigentlich schon für Anfang Dezember geplant und wurde immer wieder verschoben und verschoben. Und wenn man sich das Startvideo dann mal angeguckt hat, von jetzt am Samstag war das, fand ich es unglaublich, dass die da gestartet sind, obwohl der Himmel absolut voller Wolken war. Das heißt, du hast den Start gesehen von dieser Rakete, eigentlich nur ganz kurz, vielleicht lass 15, 20 Sekunden sein und dann war das Ding in den Wolken verschwunden. Und der Rest von dem Ganzen, ne, was man normalerweise immer sieht, ja, weil keine Wolke am Himmel und man sieht die Rakete, bis sie nach oben geht und mit Kameras verfolgt und so weiter, war alles nicht möglich. Die haben das dann irgendwie ja, über eine Animation gemacht, die sie dann halt vorher vorbereitet hatten, was dann genau passiert und wann diese Absprengung von den einzelnen Stufen ist und so weiter. Und das war alles animiert gewesen, aber hat wohl tatsächlich alles geklappt. Und es wäre, glaube ich, ein großes Desaster gewesen, wenn da was schiefgegangen wäre. Soweit ich es mitbekommen habe, haben die da irgendwie 25 Jahre oder länger, also ich glaube, die ersten Ideen kamen schon, bevor das Hubble-Teleskop gestartet war, 89 irgendwie, und haben da die Ideen gehabt, wie man so ein Infrarot-Teleskop machen kann. Ja? Das sieht auch ganz anders aus als das Hubble-Teleskop. Das ist also absolut grandioses Stück Technik. Über 1000 Leute haben daran mitgewirkt, an der Entwicklung und ist eine Gemeinschaftsentwicklung der NASA, der ESA und der kanadischen
Weltraumorganisation, wie auch immer sie heißt. Ja. Das, was auch interessant ist, wenn ist, dass das Ding irgendwie an den Lagrange Punkt 2 jetzt stationiert wird und darum dann so einen Orbit hat. Ja. Das ist Lagrange Punkt 2, ich habe es jetzt gar nicht nachgeguckt, aber soweit ich mich erinnere, ist das ein ja, mathematisch errechneter Punkt, der auf der Linie Sonne, Erde und danach, ja, wenn man dann Richtung äußeres Sonnensystem geht, sich befindet. Und das heißt, dieses Weltraumteleskop zeigt immer von der Sonne weg. Wäre ja auch blöd, wenn es anders wäre. Ja? Und dadurch, dass es auf diesem Lagrange Punkt 2 ist, ist es quasi, ich weiß nicht, ob es dadurch ist, aber es ist dann synchronisiert mit der Drehung der Erde um die Sonne und bleibt also quasi immer am selben Platz stehen, von, wenn man das in Relation zur Erde sieht und dreht sich dann quasi einmal im Jahr einmal um die Sonne und hat demnach einen Blick auf das gesamte Universum halt in einem Jahr, ja, wenn es das möchte. Ja, das fand ich, das mal so mit Halbwissen garniert, ultra interessant. Habt ihr dazu irgendwie was mitbekommen? Findet ihr das auch so interessant wie ich? Was ich interessant fand, dieser Lagrange Punkt 2 oder so, dass der, warte, waren es 1000 Kilometer von der Erde aus raus oder sogar noch vom Mond? Also es war auf jeden Fall, weil das Hubble-Teleskop ist ja ganz nah an der Erde und noch zwischen Erde und Mond. Und das Ding ist halt weit außerhalb dieser Mondumlaufbahn. Also 1,5 Millionen Kilometer. Genau. Ja, halt was so. Ja, so ein bisschen ne? halt, ne? Ja, ja. Soweit man mit einem Tesla Roadster halt fahren kann. Ja, genau. Ja. Nee, er ist weit draußen, ist jetzt auch noch auf dem Weg dorthin. Das dauert auch noch locker 10, 12 Tage irgendwie, bis es dann überhaupt dort angekommen ist. Ja, ich meine, ne, es ist dreimal, ich glaube, es ist dreimal weiter weg, als der Mond von der Erde weg ist. Na gut, aber wir haben bezahlt, ne? Also. Ja, pff, richtig. Und um zum Mond zu kommen, hat man ja, braucht man ja auch ein paar Tage, ne? Und ja. Und das Ding, das Ding ist jetzt auch irgendwie quasi, wenn ich glaube, tatsächlich ohne Antrieb unterwegs. Das heißt, das hat mal richtig nochmal Gas gegeben, so in die letzten Minuten, bevor es dann auf die letzte Reise ging. Und ist jetzt quasi, ja, wie nennt man das, ballistisch? Ja, es fliegt halt jetzt. Einfach weg. Ja. Schwebt jetzt ja mit dem Richtungsimpuls, den es hat, dorthin, wo es hin muss. Aber es wird dann selbst bremsen müssen, damit es am Lagrange-Punkt da. Genau. Das bremst gar nicht, oder? Das wird an der, im richtigen Moment mit dem richtigen Schub in die richtige Richtung geschubst und dann hat es diesen Orbit, oder nicht? Ja, das ist das Halbwissen, was uns der Malik hier einimpft, ja. Ich glaub, Chat das. Ja? Wollen wir mal gucken. Ich glaube, bremsen muss es nicht. Ja. Ich finde es aber ehrlich gesagt auch super spannend. Ich habe das zwar mitbekommen, aber gar nicht so verfolgt. Und als du, Thorsten, gesagt hattest, dass es irgendwie vorkommen soll. Hier heute Abend habe ich mir das nochmal genauer angeguckt und es gibt eine sehr nice Seite von der NASA selber zu dem Thema, jwst.nasa.gov, wo man das alles auch sehr schön aufbereitet bekommt, auch die ganzen Phasen, wie das deployed wird und wie viele Tage nach Start, was passiert und all diese Dinge. Und ich finde es halt einfach, wie man für Weltraumgeschichten Dinge baut, finde ich halt super faszinierend, ehrlich gesagt. Weil es so anders ist als alles, was man so auf der Erde normalerweise irgendwie sieht oder macht. Ne? Weil so viele Dinge ganz egal sind und andere Sachen eine Herausforderung, die halt hier keine sind. Also so rein technologisch finde ich das total spannend. Einmal diesen Spiegel selber, aber auch dieses silberne, ja, was ist das? Diese Lagen von Folien irgendwie da unten drunter, die dafür sorgen sollen, dass auf der Sonnenseite und der Nicht-Sonnenseite die Temperaturdifferenz nicht so groß ist oder so, wie ich das verstanden habe. Ich weiß nicht, wie beim Döner. Genau. Die Alufolie beim Döner. Genau. Der ist auch dafür da, wenn du den in die Sonne hältst und dass dann damit die Schattenseite nicht zu kalt wird. Da, so war es. Es sieht halt total filigran aus. Es sind irgendwie so 3-4 Lagen von so einer Spezialfolie, die da isolierend wirken soll. Und ja, man glaubt gar nicht irgendwie, ja, aber da ist halt, dadurch, dass dort halt nichts ist, ja, und man jetzt auch froh sein kann, dass durch den Start und Weltraumschrott und wie und was da jetzt auch Gott sei Dank nichts passiert ist. Ja, und das Ganze faltet sich jetzt alles auf, ne? Also die Folien irgendwann werden dann gespannt und der Spiegel wird nochmal aufgeklappt, der hat dann irgendwie 6,5 Meter Durchmesser, glaube ich.
ja, ist ein Infrarot-Teleskop, also und hat damit die Möglichkeit, eben dann auch zum Beispiel durch solche Wolken, die das Hubble-Teleskop ja nur optisch hat einfangen können, also mit dem für uns sichtbaren Licht, kann das Ding da quasi durchgucken, weil Infrarotstrahlung halt da durchgeht und kann dann nochmal ganz andere Sachen sehen. Und worauf man halt ganz stark wartet, ist irgendwie, das Ding soll wohl so weit oder so tief in den Raum gucken können wie kein anderes Teleskop vor ihm, sodass man ganz, ganz nah wohl auch an den an den Urknall herankommen können soll. Ja? Und da wird es dann halt wirklich spannend. Ich meine, das ist eh zum Gehirn verdrehen, wenn man sich darüber Gedanken macht, was das zum einen für Entfernungen sind. Ich meine, das geht es da um irgendwie 13,5 Milliarden Lichtjahre oder sowas. Und das ist dann halt wirklich, ja, weit schon, und lang und ach. Das ist schon mindbending. Also das, ja, das fand ich halt, das ist die Stelle, wo ich habe mir irgendwie, ich weiß gar nicht, ein The Verge-Video oder sowas, habe ich uns, glaube ich, auch hier vorher mal gepostet bei uns in die Gruppe, die Eintopf-Warriors, wo wir uns ein bisschen vorbereitet haben auf diese Sendung. Nicer Name von Malik. Dieses Video, da ging es dann eben auch darum, ja, wir können dann irgendwie Richtung irgendwie Urknall schauen und nicht so, Moment, 10 Sekunden zurück. Und die Frau sagt das einfach nochmal. Sie hat sich nicht versprochen. Das war einfach so. Und da fängt es halt dann an, witzig zu werden, dass du einfach eine so weit entfernte Galaxie oder Ecken der Galaxie anguckst, dass das Licht so lange gebraucht hat, dass du den Zustand von vor 13 Millionen Jahren sehen kannst. Das ist halt einfach. Na gut, du guckst ja weit über unsere Galaxie hinaus. Ne? Das ist ja. Ja. Ja, das nicht zu genau nehmen, was ich sage. Ich bin fasziniert, aber sehr unwissend bei dem Thema. Sehr schön finde ich auf dieser NASA-Seite, weil man da ja in Echtzeit sieht, wie sich und wohin sich das Ding gerade bewegt. Das ist, kann man oben umschalten auf metrisch und dann sieht man, dass das Ding knapp, ich würde mal sagen, 1,5 Kilometer pro Sekunde gerade macht. Da muss ein altes Elektroauto lange für stricken. Ne? Das ist gar nicht so schlecht, was man hier sieht, wie sich das fortbewegt. Und natürlich in dieser galaktischen Dimension sieht man unten auf der Gesamtskala vom Gesamtweg überhaupt keine Bewegung. Ja, wie du sagst, es braucht halt erstmal einen Monat oder was, bis es da ist. Die Geschwindigkeit war aber beim Start schon wesentlich höher. Ne? Da waren das irgendwie über 9 Kilometer pro Sekunde. Ja, mit Booster. Ja, klar. Und das andere, was ich bei diesen, also ich verstehe das Konzept von, das Licht hat eine bestimmte Maximalgeschwindigkeit, hence Lichtgeschwindigkeit. Und deswegen, wenn man also Licht von vor langer Zeit in die Richtung guckt, wo vor langer Zeit was passiert ist und es braucht ganz, ganz lange, bis es zu uns kommt, dann kann man sozusagen in die Vergangenheit gucken. Was ich dabei aber nicht verstehe, wenn wir jetzt in Richtung des Explosionspunktes gucken, wo der Urknall passiert ist, ja, also sozusagen direkt in den Kern der Vergangenheit reingucken und dann sehen wir dort emittiertes Licht von vor 13 Milliarden Jahren von mir aus, ne? Dann verstehe ich, dass das Licht erst in diesem Moment bei uns ankommt. Das hat ganz lange von dort gebraucht, ne? Aber um uns rum und hinter uns und noch viel weiter draußen ist ja sogar schon Masse. Die müsste ja schneller als das Licht von dem Kern dieses Urknalls bis hinter uns geflogen sein. Wie soll es sonst schon da sein? Genau, das ist das, was ich meine mit Mindblowing und man verknotet sich das Hirn dabei. Ja. Also sehr gut. Bin mir nicht ganz sicher, ob man tatsächlich den Urknall sehen kann, rein faktisch. Ja, weiß ich nicht. Das ist jetzt alles in Richtung Urknall, meine ich nur. Ne? Also, aber vielleicht guckt man auch in eine andere Richtung. Also weiter raus. Ich glaube, eigentlich ist es egal, in welche Richtung du guckst. Du wirst in jeder Richtung irgendwo den Urknall sehen. Weil, ne? Jetzt macht er irgendwas mit gebogenen Universen. Naja, aber kann ja gar nicht anders sein. Eben doch Tim anrufen oder so. Der hilft dir vielleicht mit deiner Steuersoftware. Aber oh nein! Das Jahr nähert sich dem Ende. Sag es nicht. Nächstes Thema. Roddy hat heute sehr laut gelacht, als ich davon sprach. Ich sage, ich habe eure Sendung höchstens 15 Jahre gehört. Kann doch keiner wissen, dass ich so eine Büchse der Pandora öffne, wenn ich Tim Pritlove nach dieser Steuersache frage. Ich bin froh, dass du nicht nach Kalendern gefragt hast. Oh, ja, da sind wir einfach, ja.
Ich habe ihn ja letztens in Mannheim wegen eines Fußballspiels getroffen und wir haben uns bei Bekannten von ihm getroffen. Ich glaube, da erzähle ich nicht zu viel. Bei Bekannten von ihm getroffen und was macht er? Steuer. Und dann sind wir zum Stadion gelaufen und haben uns ein schönes Fußballspiel angeguckt. Mhm. Ja. Weiß er eigentlich auch so viel über Fußball wie über diese anderen Sachen? Was denkst du? Okay. Ja, kann ich bestätigen. Ja, ja. Ich auch. Ich durfte einmal dabei sein. Stimmt. Wie breit und schlapp alles über Fußball ausgepackt worden ist, was irgendwie wissenswert zu sein scheint. Ja, aber ich hatte ja meinen Sohn dabei. Gesichte. Genau. Ja. Ihr habt euch dann betrunken in der Zwischenzeit. Und Alkohol, genau. Ja. So. Hast du den richtigen, abgedateten T-Link bekommen? Also ich habe den hier. Ich habe die Links alle hier in diesem Chat drin und da werde ich sie mir nachher rauspopeln. Ja, okay, weil dann ersetzt irgendwie. Der zweite den ersten. Und, ja, okay. Ja. Nicht, dass der Chat dann zugeht und ist alles weg und keine Ahnung. Ah, der Chat wird, der Chat ist auch in irgendeinem Rocket-Chat auch nochmal hinterlegt. Ich komme da ran. Ja. Also auf jeden Fall. Ich habe noch einen anderen Einspieler für euch. Verlassen wir mal, gehen wir mal auf die Erde zurück. Und ich habe gestern etwas erreicht, wo ich mal wieder alles anzünden wollte. Achtung. Oh je. Und ich habe heute noch eine Expertise aus dem Gesundheitsamt in Köln bekommen, die noch ganz klar sagen, das Neue an dieser Omikron-Variante ist, dass sie sich nicht nur durch Tröpfchen überträgt, sondern dass sie auch ähnlich wie Masern sich durch die Luft überträgt. Das ist der Gesundheitsminister des schönen Landes Nordrhein-Westfalen. Lass uns in Ruhe. Herr Laumann. Wir haben das hier im Griff. Herr Laumann ist eigentlich ein netter Kerl, ne? Hat, glaube ich, einen Bauernhof und alles irgendwie. Netter Kerl, CDU. Ja. Und er hat gesagt, dass der Virus sich über die Luft überträgt. Und wann hat er das gesagt? Nicht irgendwie im März oder April 2020. Nee. Am Montag hat er das gesagt. Gestern. Cool, ne? Guter Mann. Ja, manchmal fällt er auch schon in den Pfennigstücke, ne? Ja, das ist ganz krass. Sag mal, Patrick, du bist doch da in diesem Politiker-Bubble-Zeugs da irgendwie drin. Sind die denn, aber gut, ich meine, bei den Grünen würde ich mir jetzt ja eigentlich schon mal denken, die sind schon recht gut informiert, was das Thema angeht. Oder bist du da auch manchmal so Kopftisch, Facepalm-mäßig unterwegs? Oder? Es kommt drauf an, in welcher Region man da fischt. Also ich habe da schon den einen oder anderen Anruf bekommen, wo dann Ängste erklärt worden sind, die da eigentlich nicht hingehören. Also es gibt solche und solche, aber ich glaube in jeder Partei. Und auch WählerInnen, die jede Partei irgendwie wählen, die zu gewissen Gruppierungen, die wir jetzt so teilweise auf den Straßen sehen, gehören. Da ist leider auch alles. Also wir sind nicht eine Gruppe von hochgebildeten, also zu 100% hochgebildeten Menschen, die nur der Wissenschaft glauben. Nee, das sind auch immer noch die ESOs, die da so ein bisschen versuchen, das noch irgendwie umzuschwenken. Aha. Naja. Umzuschwenken. Ich versuche halt gerade so, so wenig wie möglich mit so viel wie möglich Informationen irgendwie preiszugeben, ohne dass ich jetzt irgendwie ärgere. Ja, na klar, vollstes Verständnis dafür. Klar, Namen nennen sowieso nicht, aber. Nee, ja, das sowieso nicht, klar. Nee. Hast du denn schon Kontakt irgendwie zu anderen Fraktionen auch gehabt? Zu anderen Parteifraktionen, meinst du? Ja. Ja, tatsächlich. Was heißt Kontakt? Ich war bei der Vereidigung der Bürgermeisterin von Charlottenburg-Wilmersdorf dabei und habe da dann quasi mal die Leute von der SPD, der Linken und auch CDU mal gesehen, die ich halt sonst immer nur per E-Mail-Kontakt oder so gelesen habe. Ja, das auf jeden Fall. Und ja gut, wenn man im Abgeordnetenhaus mal ein- und ausgeht, dann läuft mal der eine oder andere oder die eine oder andere über den Weg. Ja. Ja, aber so richtig Kontakt, also dass man da jetzt per Du ist. Also die anderen Geschäftsführer, mit denen habe ich ja eben halt auch teilweise wirklich Kontakt. Und die mal wirklich gesehen zu haben, das war recht interessant. Hm. Also die FraktionsgeschäftsführerInnen und die ParteigeschäftsführerInnen. So, weil das sind halt die Leute, die organisieren. Genauso wie ich halt auch. Hm. Ja. Schön fand ich heute mal einen ungewöhnlichen Artikel im Spiegel war das, über Daniel Hohlefleisch. Dann denkt man, wer zur Hölle ist Daniel Hohlefleisch? Genau, das ist die First Lady sozusagen von Annalena Baerbock.
Und der ist nämlich irgendwie Top-Lobbyist bei der Post oder sowas und hat jetzt seinen Job aufgegeben wegen dem Beruf der Frau. Einerseits, weil die Kinder irgendwie morgens Butterbrote kriegen müssen und andererseits, weil halt als Top-Lobbyist bei der Post geht halt sozusagen interessenkonfliktsmäßig nicht, wenn die Frau Außenministerin ist. Den Artikel werfe ich mal dazu, aber ich fand das mal die Artikel, die man selten liest, so, was ist eigentlich mit den Männern in diesen Momenten? Sonst ist es ja immer nur, die Ehefrau des Ministers so und so und dann ist ihre Rolle ist halt Ehefrau von, auch wenn sie Professorin an irgendeiner Uni ist. Ja. Ja. Geht's euch denn ähnlich wie mir, wenn man so einen Schrott hört, wie von dem Kollegen da eben, dass ihr dann auch erstmal denkt, so sag mal, wie geht sowas, wie kann sowas sein nach knapp 2 Jahren oder so? Mich wundert gar nichts mehr. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wie viel ist das jetzt aus dem Zusammenhang gerissen, weil natürlich nicht jeder ist Kamera gewohnt, also vor allem auch gewohnt, in 20 Sekunden die perfekte Zusammenfassung von irgendeiner Erkenntnis jetzt kurz mal eben wiederzugeben. Vielleicht ist man gerade überrascht gewesen. So, ich sag mal, Benefit of the doubt, weil so Leute, die irgendwie Minister von einem Bundesland geworden sind, die können allermeistens vielleicht nicht so ganz auf den Kopf gefallen sein. Da würde ich also so sagen, ja, lass doch mal bitte das ganze Statement hören und da hat er garantiert nachher auch nochmal was zugesagt, das war ganz bestimmt unglücklich und da sieht keiner gut bei aus und so weiter und so fort, aber wenn man jetzt einen von uns vor so eine Kamera zerren würde und erklären lassen wollte, was an Omikron jetzt eigentlich schlimmer ist als an Delta, muss auch erstmal einer machen. Klar, ist sein Job, ist halt unglücklich gelaufen und, ne, aber heißt ja auch nicht, dass der jetzt, ne, völlig irgendwie geistig nur noch Ausfälle hat. Nee, das heißt das mit Sicherheit nicht. Aber was ich gelesen habe, ist, dass es war ein relativ kurzes Statement insgesamt. Es ging um die neuen Regeln, die im Land Nordrhein-Westfalen gelten mit 2G plus und hast du nicht gesehen. Und dass er da wohl auch nochmal ein Argument hat finden wollen, um das nochmal ein bisschen zu untermauern, dass das jetzt auch notwendig ist, diese Sachen anzukurbeln und die Maßnahmen strenger zu gestalten. Aber das ist halt nicht das Argument gewesen, ja, was man da dadurch natürlich auch so. Also da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ja. Wie sind denn die Bayern so drauf, Phil, mit dem Thema? Mit welchem Thema? Mit dem Thema Reden, verkürztes Statements, Politik oder Omikron oder was genau? Ja, weiß nicht. Also, ich weiß ja, hat dich, wenn du sowas hörst, bist du auch erstmal auch geschockt und hört man sowas auch aus München, aus der Staatskanzlei mal irgendwie was in die Richtung? Ist ja was bekannt? Das weiß ich nicht genau. Ich skippe ja häufig so Sachen dann, ne? Ich scroll da so drüber weg und dann habe ich so einen kurzen Echt-Moment und dann bin ich schon beim nächsten. Ich habe so eine Neigung entwickelt in den letzten Jahren, vor allem mich nicht zu tief mit so Sachen zu beschäftigen, die mich aufregen, weil die mich so aufregen. Verstehen Sie? Ja, ich bin phasenweise sehr stark im Wegignorieren von Dingen. Ich weiß nicht, ob das gut ist immer. Ich verpasse unter Umständen auch Sachen, aber in der Regel ist das so, wenn ich was sehe, was mich aufregt, dann evaluiere ich kurz, ob es sich lohnt, sich darüber aufzuregen oder nicht. Und wenn ich darüber nichts weiß, das ist vielleicht auch der Knackpunkt, wie Malik auch gerade gesagt hat, ne, so im Zweifel für den Angeklagten. Ich habe keine Ahnung, ob das ein dummes Zitat ist oder der Kontext fehlt oder ob der wirklich nichts weiß. Und wenn der wirklich nichts drauf hat, jetzt der zitierte Herr Gesundheitsminister NRW, dann wird es schwierig. Ne? Dann muss ich darüber nachdenken, wie kommt denn der da hin? Wie kann denn das sein? Darf das sein? Was kann ich dagegen tun? Und. Und dann dreht es halt am Rad in meinem Kopf. Deswegen bin ich bei so Sachen eher so, ja, okay, keine Ahnung, was den da geritten hat, aber lass mal gut sein. Und das ist genau halt auch so ein Learning, was ich halt jetzt die letzten Monate gemacht habe. Früher als nur Wähler und Politikinteressierter habe ich eben halt auch gedacht, wie kann denn so eine Position besetzt werden mit jemandem, der keine Ahnung hat und so. Mittlerweile weiß ich es warum. Und es geht halt echt wirklich nur, du musst halt irgendwie Ausdauer haben, du musst deine Machtspielchen spielen, du musst deine Connection haben, dann sind Posten da und dann werden die Posten besetzt. Und ob du jetzt darin ausgebildet bist oder nicht, ist erstmal zweitrangig in ganz vielen Situationen. Deswegen gibt es eben halt die sogenannten wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, die quasi denn dein Wissen sind. Und du bist eigentlich nur, oder derjenige, diejenige, die oft in der ersten Reihe ist, muss eben halt viel managen, ein Team managen können und. Aber nicht unbedingt
in erster Linie Fachkompetenz aufweisen, traurigerweise. Ob das so positiv ist oder nicht, ist mal dahergestellt. Ich bin kein Politikwissenschaftler, aber das habe ich definitiv mitgekriegt, dass das eben halt deswegen so ist. Das ist aber auch eine Tendenz, die ich im auch in der Wirtschaft erlebe und sehe. Also gerade in größeren Unternehmen, in größeren Konzernen, die in den letzten Jahren verstärkt darauf Wert legen, dass die Leute, die sie in die höheren Positionen setzen, Führungskompetenz haben und nicht zwingend Fachkompetenz. Was ich zum einen nachvollziehen kann, was aber zum anderen, also es ist beides schlecht. Ne? Du kannst jetzt natürlich einen top, fachlich top Menschen dahin setzen, der aber seine Leute nicht führen kann, ja, was schlecht ist. Du kannst aber jetzt natürlich auch eine super Führungspersönlichkeit mit Einfühlungsvermögen und Empathie dahinsetzen. Wenn der aber fachlich nicht nach oben vertreten kann, was dein Team irgendwie dir weitergibt, ja, und dort falsche Sachen in irgendwelchen Entscheidungsmeetings erzählt, dann ist es auch schlecht. Ne? Also ein gutes Zwischending muss es halt irgendwie sein. Ja? Aber wie gesagt, ist nicht nur in der Politik so, sondern eben auch ja, in der Wirtschaft immer häufiger anzutreffen. Ja. Wie ist denn so das Gemunkel im politischen Berlin, Patrick, bezüglich Lauterbach? Weil das die Leute den wollen, okay, aber wie ist es denn so bei denen, die sich in diesem Betrieb eben auskennen, zwischen Fachkompetenz und Führungskompetenz? Also persönlich hatte ich noch keine Gespräche, die wirklich in die Richtung gingen, was hältst du denn von dem? Was ein bisschen schade ist, das werde ich vielleicht noch nachholen. Ich habe aber so ein paar Tweets gelesen und so ein paar Meinungen quasi darüber eingeholt und da geht es halt auch so, ja, scheint erstmal Kompetenz in seinem Fachgebiet zu sein, aber der hat halt auch schon mal ganz, ganz viel Scheiße erzählt und ganz viel Scheiße haben wollen, was halt auch eher Mitte bis Rechts Meinungen waren. Ich glaube, ein Beispiel wurde genannt, dass er Krankenhäuser abschaffen wollte, eine gewisse Anzahl von Krankenhäusern vor ein paar Jahren, weil wir haben ja genug. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange das her ist und ob das auch, ich habe es nicht nachrecherchiert, wann das war, ob das wirklich so war, ob er das irgendwie erzählt hat oder ob es eben halt auch aus dem Zusammenhang gerissen wurde und medial aufgebauscht worden ist, aber eben halt, die Meinung ist halt so, ja, soll er mal machen, aber trotzdem Auge drauf, weil der wird jetzt auch nicht perfekt sein. Und mit so ein paar Freunden, die halt auch Politik interessiert sind, die sind halt auch der Meinung, ja, für die jetzige Situation wird es ein guter sein, sollte das in einem Jahr mal ein bisschen abklingen und wir werden wieder andere Themen wie digitale Krankenkassenkarten und oder Akten und sowas halt alles haben, wird eher, glaube ich, zumindest was mein Verständnis angeht, eher eine Hinderung sein. Was so gewisse Freiheitsgeschichten angeht, also dass man eben halt auf Datenschutz achtet. Ja, da freue ich mich nicht so drauf. Weil da der ist eben halt 4 Jahre im Dings und nicht nur nach Corona. Ja gut, das kann man ändern. Das, ja, wenn er... Das ja, ja, haben wir ja bei Spahn auch gemacht, ne? Der wurde ja dann auch abgesägt. Ja, Kompetenz. Und so Verkehrsministerium ist da ganz bekannt. Genau. Es gibt ein Interview, was Sascha Lobo mit ihm geführt hat zu diesem Digitalisierungsthema. Lobo hat irgendwie so einen gekauften Cisco-Podcast oder so, da war der zu Gast. Ich kann ja mal den Link raussuchen. Silat hat ja keine Zeit. Nee. Ja, der war dazu ganz interessant. Also da habe ich eher gedacht, Digitalisierung muss dringend. Aber der Teufel liegt dann immer im Detail. Ja. Ich jo. Such mal. Mach das mal. Ich glaube schon im Chat. Ja, Chat Peter beteiligt hat was sich gelingt. Auch. Der Marcel ist da. Herzlich willkommen, Marcel. Ja. Na, vor einer Stunde saß er noch auf meiner Couch. Was ist passiert? Jetzt ist er im Internet. Er hat mir ein paar von den besten Kaffeebohnen, zumindest Bayerns, mitgebracht, also die man hier so bekommt, aus heimischer Rösterei. Und seitdem kommt er noch öfter zum Kaffee trinken, weil der Kaffee halt so lecker ist. Klar. Darf man das sagen? Mein absoluter Lieblingskaffee, ne? Martha Mühle, Glory Hallelujah. Kaufen Sie den. Witzige Geschichte. Vielleicht mal eben off-topic ganz kurz.
Ich habe mal für Arri gearbeitet, Arnold und Richter Szene Technik. Weiß nicht, ob ihr die kennt. Wenn ihr mal im Kino wart, dann wisst ihr zumindest, was die Kameras produzieren. Also ziemlich jeder Blockbuster der letzten 10 Jahre ist mit Arri-Kameras produziert worden. 100 Jahre alte Firma, 20 Oscars im Schrank, sehr erfolgreich. Und da habe ich mal gearbeitet ein paar Jahre. Und da bin ich an diesen Kaffee gekommen, diesen Martha-Mühle-Kaffee. Denn der eine von den beiden Kaffeeröstern ist Filmvorführer im Arri-Kino, was super witzig war. Und seitdem liebe ich diesen Kaffee abgetischt. Der ist wirklich sehr lecker. Der hat so eine Schokoladennote irgendwie. Muss man unbedingt mal probieren, wenn man Kaffee mag. Link or it didn't happen. Ich wollte gerade sagen, ja. Ja, ich suche das mal eben raus. Bleiben Sie dran. So, ich habe den Podcast hier mal reingeworfen. Ja, super. Zukunft verstehen, wie Technik die Welt verändert. Ja, ja, in ja, dem Fall, wie Digitalisierung die Gesundheit verändert, mit Karl Lauterbach. Ja, ich meine, ich hab da auch mal reingehört. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich schon fertig gehört habe. Wahrscheinlich bin ich bei eingeschlafen. Passiert mir häufiger. Was? Das willst du machen, Wenn man irgendwie die 20-Minuten-Timer vergisst, dann läuft das Ding durch. Ist mir bei euch auch schon passiert. Dann muss ich mal irgendwie gucken, welches Kapitel habe ich denn noch irgendwie mit im Kopf und so. Und naja, so passiert das. Yo, Don't Look Up. Wir hatten jetzt gesehen. Ich habe gesehen. Bei Netflix. Ich habe schon gesehen, bevor du gesagt hast, guckt euch den an. Ja. Ich habe ihn dem Abend davor habe ich ihn gesehen. Mega gut. Den Film habe ich tatsächlich, ohne dass ich mich daran erinnert habe, dass du gesagt hast, guck den an, tatsächlich angefangen zu gucken, war dann aber zu müde, aber ist auf jeden Fall noch in meiner Liste, weil der Anfang war auf jeden Fall geil. Also die ersten 20 Minuten habe ich, glaube ich, durch. Ich habe noch nichts gesehen, ich will keine Spoiler, wir müssen jetzt über was anderes reden. Nein. Er wird auf jeden Fall, dank deines Tipps, habe ich dann mal... Können ja jetzt eh nicht spoilern, ich meine, wir sind ja hier irgendwie auch in der Öffentlichkeit und machen wir nicht, nee, aber es ist... soll geil sein. Soll geil sein, kann ich, also ist eine absolute Empfehlung auch, weil man einfach, man erkennt so das Jahr 2020, 2019 so ein bisschen wieder, was da so in Amerika abgegangen ist. Man hat da auch wieder diese Momente, wo man sagt, hier Kopf, Tisch, was ist denn los mit euch? Ja, wie geht ihr denn ab? Ja. Und ist ein sehr interessantes Setting und kann ich wirklich auch nur empfehlen. Also der Film heißt Don't Look Up, läuft auf Netflix und mir hat er sehr gut gefallen. Also wenn man auf Satire steht, auf jeden Fall absolutes Muss, finde ich. Und top besetzt außerdem. Ja, Leonardo DiCaprio. Nur top Leute. Ich meine, du siehst einfach exakt die Welt der letzten 2-3 Jahre bis jetzt irgendwie genauso, wie man jetzt gerade so im Durchschnitt so denkt und handelt. Auch so dieses, das Don't Look Up ist ja auch so ein Ding, ne? So der Kern dieser ganzen Geschichte irgendwie, ne? Die einen sagen, schau drauf und die anderen sagen, ja, nein, nicht raufschauen. Und dann entwickeln sich halt diese zwei Lager und dann hast du da diese US-Präsidentin, die wie jeder US-Präsident oder US-Präsidentin sich irgendwie am Nabel der Welt fühlt und auch so handelt und auch so denkt und auch einfach genauso polemisch ist wie, Meryl Streep. Einer der letzten. Super. Meryl Streep, super umgesetzt. Einfach irgendwie. Oh, cool. Was? Katastrophe? Naja gut, lass mal kurz gucken. Wann sind nochmal die Vorwahlen? wann gehen wir damit raus? Was sagen wir darüber? Also es ist wirklich so ein, weiß nicht, man weiß, es ist eine Satire, aber man sieht so viel, was man in der echten Welt erlebt hat, einfach in den letzten Jahren. Insofern auch beängstigend. Beängstigend auch, ohne das inhaltlich zu spoilern, ziemlich am Ende, wo dann ein Großereignis, um das es geht, auch sehr, finde ich, eindrucksvoll dargestellt wird. Ne? Also es ist also auch optisch einfach unfassbar gut alles gut in dem gemacht. Film. Ja. Da kann man nicht mehr kennen. Also machst du echt nichts falsch. Er ist sehr lang, über 2 Stunden, glaube ich. Aber die muss man auf jeden Fall gucken. Kann man auch nicht in 2 Etappen gucken. Ist einfach zu gut. Ist richtig geil. Ja, ich habe den auch durchgeschaut. Ja, hat Spaß gemacht. Aber wir müssen gar nicht so weit gehen, um Absurdistan irgendwie zu haben. Ich habe mir jetzt einen Tweet, weil wir müssen ja auch mal ein bisschen Richtung Chaos und sowas gehen, von Markus Dränger erschienen, der gestern oder vorgestern irgendwie, da muss man vielleicht mal dazu sagen, Markus Dränger ist einer derjenigen, der die öffentlich verfügbaren Daten der Katasterämter der Länder befreit hat und sie
mit OpenStreetMap oder sonst was irgendwie zur Verfügung gestellt hat. Und dagegen klagen jetzt alle 16 Bundesländer. Ja, sie sagen, ja, also da gibt's glaube ich auch Talks jetzt auf dem RC3 und allem drum und dran. Und auch da wieder, ich weiß nichts Genaues, der Tweet lautet aber, und jetzt festhalten, Achtung, die Anwälte der 16 Bundesländer wollen, dass ich mich verpflichte, keine E-Government-Webseiten des Bundes mehr zu öffnen. Danke, liebe Landesregierung, für nix. Also, was? Ja, genau. Das ist genauso absurd und genauso soll es umgesetzt werden. Er soll sich verpflichten, den Browser nicht mehr aufzumachen und auf, weiß ich nicht, katasteramt.nrw.de zu gehen oder sowas. Ja. Also so, quasi virtuelles Hausverbot, wenn man so will. Genau, sowas. So stellen die sich das vor. Ja? Also ich bin echt gespannt, was dabei rauskommt. Mit Sicherheit bekommt man das irgendwie mit. Ich gehe auch davon aus, dass Logbuch vielleicht darüber das ein oder andere Wort verlieren wird, wenn der Linus da erstmal drauf gekommen ist. Und es ist absolut absurd. Ja. Ich habe den Link zu dem Twitter, zu dem Tweet mal auch in den Chat gepackt. Kannst du nochmal erklären, was genau er gemacht hat? Warum die also so böse sind? Es gibt wohl öffentlich verfügbare Daten, die man auch abrufen kann von den einzelnen Katasterämtern. Das heißt, dort steht dann drin, es gibt ein Haus und dieses Haus steht in Straße Nummer sowieso und ja, was so ein Katasteramt hat glaube ich so und so viel Quadratmeter, keine Ahnung. Und diese Daten hat er wohl zusammengepackt in eine eigene Web-Dings-Datenbank, ja, um sie dann halt der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und womit man dann halt andere, Sachen mitmachen kann, sodass man halt nachgucken kann, Auswertungen machen kann, Forschung treiben kann, wie ja das Ganze so läuft. Und das wollten die Länder nicht, weil sie irgendwie sagen, ja, ist ja dann doch irgendwie urheberrechtlich geschützt und dann war es das doch nicht und. Also es geht schon ein bisschen länger und es wird einfach Bürgerschaft oder so, ja, werden halt immer mehr Steine in den Weg gelegt, um hier irgendwie mal was Sinnvolles zu machen. Ja, was für ein Schwachsinn. Also wir müssen da definitiv irgendwie in Richtung Open Source für alle gehen, also was wissenschaftliche Daten geht, was solche Daten angeht, damit man, weil man kann doch damit auch super forschen, für was auch immer. Und wir haben sie bezahlt, Sachen, öffentlich. Ja, und das auch noch. Also, was ist da schon wieder? Ja, da sitzen schon wieder diese Stützträger, die irgendwie das nicht verstehen, was er da tut und sagt mal wegen, nee, jetzt Anwälte rauf, darf er nicht, obwohl es öffentlich ist. Also ist auch. Ja, aber ist das was, womit so ein Amt irgendwie Geld verdienen kann oder so? Weshalb sie dann sagen, das darf nicht öffentlich sein? Oder warum? Ich meine, was ist die Angst? Was treibt sie da an? Mir ist es unbegreiflich. Ich weiß es nicht. Sie denken halt irgendwie, ja, da wäre irgendwas Geheimes oder ist es Datenschutz? Oder ich habe keine Ahnung. Ich gehe halt mal davon aus, dass es halt auch in vielen Ämtern, und da bin ich auch ganz stark gespannt, was Lage der Nation macht. Die haben ja, glaube ich, auch relativ sind mal ein bisschen durchs Land gereist und haben Interviews mit Leuten aus Verwaltungen gemacht. Also ich gehe davon aus, dass es viele Entscheider gibt in Verwaltungen, die einfach mit dem ganzen Digitalen noch überhaupt nichts anfangen können und da einfach auch keine Expertise und kein Wissen drüber haben, was denn das bedeutet, ja, wenn jetzt ein Bürger kommt und sagt, ich möchte etwas wissen, ja. Informationsfreiheitsanfragen werden regelmäßig, müssen rausgeklagt werden, ja, weil die Leute einfach sagen, nee, die Information kriegst du nicht, das ist ja geheim, ja. Ich weiß es nicht, ja. Das ist brauche ich auf jeden Fall. Ja. Also, soweit ich, irgendein Kumpel meinte mal zu mir, dass man beim Katasteramt, wie heißt das Ding? Katasteramt. Katasteramt. Kanaster war das Kartenspiel. Ja, genau. Habe ich vorhin noch drüber gesprochen, deswegen. Das Skatamt. Dass man die Informationen, die man haben will, weil wenn man zum Beispiel mal gucken möchte, wer sein Vermieter ist, beziehungsweise wo der sitzt und so weiter und so fort, dass man da anruft, es dauert zwar, aber es ist gratis, dass man die Informationen bekommt, auch wenn man mal einen Zaun bauen möchte um sein Grundstück, damit man weiß, wo die Grenze ist und so. Soweit ich weiß, muss man da nichts bezahlen. Nee. Dementsprechend wäre das, glaube ich, nicht der Grund. Ja. Keine Ahnung. Nee, das, ich glaube, du als BürgerIn musst da nichts bezahlen.
Und du weißt normalerweise auch ganz gut, wo deine Grenze ist. Also wir haben ja eine Doppelhaushälfte, deswegen kann ich da aus Versehen etwas Verlässliches sagen. Da kommt halt das Vermessungsamt vorbei und dann schlagen die dir so, so komische Steine in den Boden, damit du genau weißt, wo dein Grundstück anfängt und aufhört. Ne? Du kennst die Ecken einfach exakt, die messen die aus. Das wird dann da hier katastert, wie man so schön sagt. Viele wissen das gar nicht. Und dann weißt du genau, wo Anfang und Ende ist und was du machen kannst und was nicht. Kriegst du auch alles schriftlich. Und bezahlen musst du dafür nichts. Für die Vermessung hingegen musst du schon bezahlen. Aber das ist ja, das hat ja mit den finalen Daten am Ende nichts zu tun. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall darf er jetzt nicht mehr auf die Internetseiten oder sie wollen, dass er da nicht mehr drauf kommt. Ich fand ja, das. Ja, sie werden ihn sofort kicken, wenn sie ihn sehen. Ja, genau. Er muss wahrscheinlich jetzt jeden Tag irgendwie die IP angeben. Das ja, der er seinen Browserverlauf exportieren und hinschicken kann, zum Beweis, dass er da nicht war. Ja. Ah, ja. Genau. DNS-Server sperren und dann. Jetzt müssen seine Kumpels und Kumpelinen ihm die Daten rüberschicken, oder was? Mann, ja. Darf er sie dann verarbeiten? Ich weiß nicht, ob man ist ja halt die Frage, ne, ob er einen Auftrag geben kann, die Daten abzurufen an jemand anders. Dann war es eher. Wenn ja jemand nicht freiwillig, wenn er die Daten zugespielt bekäme. Ja. Vielleicht gibt es ja dieses Internet, wo andere auch irgendwie Zugriff drauf haben und das denn kriegen können. Also. Ja, aber das ist doch unwahrscheinlich, Patrick. Das glaubst du doch selber nicht. Ja, ich weiß, Neuland und so. Ja, stimmt schon. Ja. Oh Mann. Hier, Browserverlauf muss gefaxt werden, schreibt Alex. Ja. Dann ist es offiziell und genau. Fälschungssicher. Jo. Ich habe mal ein bisschen auch noch Elektromobilitätsthemen. Ja? Oh je. Ja, ja, davon wirst du natürlich jetzt nicht befreit. Ja? Klar. Wir haben doch frei. Ja. Oh, warte mal ganz kurz. Habt ihr beide so eine Duft, ich trinke Wasser und mir duftet die Nase mit Zitrone voll, deswegen trinke ich Zitronenwasser-Krams. Pass auf, ich erkläre dazu Folgendes. Ich bin natürlich über den Bits und so Basti dazu gekommen, den ich jetzt seit Jahren sehr gut kenne, weil wir in der gleichen Firma arbeiten. Und da hat er diese Flasche und ich mag diese Trinkhalmflaschen, weil ich damit viel mehr trinke als aus Gläsern. Ich weiß nicht warum, aber so bin ich offensichtlich. Und da habe ich mir diese Flasche geklickt und die haben, wie du schon sagst, hier oben diese Dinger drauf, die über Geruch dir Geschmack suggerieren. Ja? Und das funktioniert in meinen Augen, meiner Nase, meiner Mundhöhle total schlecht. Ich finde das schrecklich. Und was ich auch schrecklich finde, wenn du das Ding quasi aktivierst, dann ziehst du halt sehr viel Luft beim Trinken, was ich überhaupt nicht mag. Das ist irgendwie kontraproduktiv. Also mache ich das Ding zu. Das ist auch noch der erste Ring von dieser Flasche. Der ist zu und ich trinke einfach nur Wasser in dieser Flasche, weil die Flasche cool ist. Und dieser Strohhalm gut funktioniert für mich. Ne? Und so haue ich da immer schön 650 Milliliterweise das Wasser rein den ganzen Tag und weiß, ich habe genug getrunken und fühle mich gut damit. Und dieses Geschmacksding benutze ich gar nicht. Das ist eigentlich ist dumm. Ich könnte auch eine andere Flasche nehmen, die billiger ist. Aber ich habe halt jetzt die. Never change a running system. Ja, und ich muss genau unterschreiben, alles, was Philipp gesagt hat. Ich bin über Bits und so Basti. Er hat über dieses System geredet. Ich habe gedacht, auch da wüsste ich mal gerne, ob man den Geschmackssinn wirklich durch Geruch so austricksen kann, dass das funktioniert, würde aber nie im Leben darauf kommen, mir sowas zu kaufen. Dann hat er mir als Dankeschön irgendwann mal so ein Care-Paket zugesendet und da war so eine Flasche drin. Das war einfach seine alte Flasche, die er im Büro stehen hatte, wo auch Philipp arbeitet, weil er irgendwie zwei davon hatte oder irgendwie so. Und da waren auch von diesen Geruchs... Also wenn ihr Basti nicht kennt, Basti kann nicht eine Sache von etwas kaufen. Das muss man grundsätzlich wissen. Ist egal was... Muss immer das komplette Sortiment. Einmal alles. Er geht in den Laden, einmal alles. Genau, und dann hat er mir auch diese Geruchskapseln mit geschickt und so. Und ich war die ganze Zeit so, du, das funktioniert doch alles überhaupt nicht und so. Und also ich möchte mal kurz beschreiben, wie stark der Cola-Geschmack von so einer Cola-Kapsel ist. Also die kenne ich schon. Genau, also mein Vergleich dazu ist, stellt euch vor, ihr habt so eine Liter-Cola-Flasche und macht die leer. Und dann sind ja noch so ein paar Tropfen drin. Und dann macht ihr die voll Wasser. Und dann trinkt man ja das Wasser, aber das schmeckt ja dann noch so ein Hauch nach Cola. Ne? Man merkt, dass da Cola drin war. Das ist ungefähr die Intensität. Es ist nicht, als ob man Cola trinkt. Wäre mir aber auch vollkommen egal, genau wie Philipp, man trinkt irgendwie mehr aus diesen Strohhalmflaschen als Strohhalmflasche, die man also nicht kippt beim Trinken, sondern an der man so wie an so einem Milkshake saugt. Ne? So. Da ist es irgendwie tatsächlich, trinke ich auch mehr. Ich muss die ständig nachfüllen gehen.
Also und genau, und dieses, Entschuldigung, noch einen Satz, und diese Kapseln, die er mir mitgeschickt hat, die taten es auch einfach quasi gar nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, und er so, komisch, eigentlich merkt man das ganz stark und so. Und dann kamen wir drauf, okay, die lagen jetzt unbenutzt 2 Jahre im Covid-Büro auf dem Schreibtisch in der Sonne. Und wahrscheinlich sind die auch einfach, die schmecken, da riecht halt nichts mehr. Und, aber es ist auch wirklich völlig egal, weil der Plastikmüll, der anfällt, wenn man oben immer diese Kappen nachkommt, das ist völliger Kappes, wie man hier sagen würde. Völliger Quatsch, deswegen einfach nicht machen und nur die Wasserflasche benutzen. Ist auch nicht so billig, ne? Kosten 9 ja. von den Dingern 22 Euro oder so. Wow. Der Müll ist das eine, der Preis ist das andere. Und ich habe die Flasche selber und neu gekauft. Ich habe 3 von diesen Kapseln dazu bekommen. Die kriegt man, wenn man eine Flasche kauft, dazu. Und ich sage dir, die sind, auch wenn sie nicht 2 Jahre alt sind, sehr unspektakulär. Ja. Ah, okay. Also, oder Alternative wäre das Granulat, was Philipp eben erwähnt hat. Oder einfach da reintun, dann hast du wirklich was mit Geschmack. Ja, aber das ist nichts, ne? Ich will ja das Wasser. Ich mag Wasser. Genau. Ist gut. Wasser und Kaffee, mehr brauche ich nicht. Ja. Aber das mit dem Strohhalm ist ein guter Tipp. Ich kämpfe nämlich auch schon seit Ewigkeiten mit meinem Trinken-Wollen-Gefühl. Hab einiges ausprobiert und auf Strohhalm bin ich noch nicht gekommen. Ja, es sieht affig aus. Also ich werde häufig auch verlacht. Ich habe diese Flasche immer dabei. Und ich mache den ganzen Tag Zoom-Meetings, so ungefähr 36 Stunden am Tag. Und dann, wenn ich aus Versehen mal trinke, während ich mich zur Seite bewege, dann sieht es halt komplett dämlich aus. Du siehst halt aus wie ein 40 plus Jahre altes Baby, das aus so einer Flasche irgendwie nuckelt. Sieht super dumm aus. Aber das ist es wert, sag ich dir. Stay hydrated. Fand ich gar nicht so dumm bisher. Aber jetzt würde ich es natürlich nicht mehr entsehen können. Cannot make it unseen. Gibt's auch einen Blau, Mike? Nein, gibt's nicht. Also hell und dunkel gibt's. Ja, aber es gibt natürlich auch andere Flaschen mit Strohhalm-Themen und so, also mit Strohhalm drin. Habe ich auch eine und die sind, war wesentlich günstiger und war irgendwie, ich glaube, Decathlon oder sonst was kriegt man so Zeugs auch. Ja, ja, mir wäre halt wichtig, kein Plastik. Also ja, da wird's Edelstahl oder so. Ja, ja, das ist halt das Problem. Wahrscheinlich. Ich habe jetzt einige Glas- und Edelstahlflaschen, die halt aber wirklich so ein riesiges Loch haben und dann, ne, und irgendwie ist das nicht so das geil. Ist doof. Es gibt noch einen Usability-Nachteil für das Thema Mitnehmen. Also bei mir steht das Ding einfach am Schreibtisch und ich muss die nicht mitnehmen. Aber man kann es hier im Video jetzt sehen. Die hat auch einen sehr stylischen, nach Design aussehenden Schraubverschluss. Aber weil die oben so einen leichten Knick hat, was auch sehr stylisch aussieht, dieser Knick, ne? Sieht super stylisch aus. Da ist hier so eine komische Halteschlaufe noch oben dran. Wenn man aber eine, ich sag mal, da ist ein Winkel von mir aus 8 Grad, die Flasche oben abknickt. Und wenn du dann einen Drehdeckel in 8 Grad abdrehen möchtest, ist das nie intuitiv. Wie soll ich das sagen? Etwas Rundes abzudrehen, was gerade nach oben ragt, ist einfach. Etwas, was so halb schräg ist, musst du irgendwie permanent mehr umgreifen und so. Also es ist einfach keine gute Flasche zum ständig so mit dabei haben, wie so eine Thermosflasche oder so. Die sieht super stylisch aus, aber praktikabel ist anders. Überwiegen die Nach- oder die Vorteile? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, aber zum Trinken, super. Also ich habe Bock zu recherchieren gerade. Warte mal noch eine halbe Stunde. Ja. Posten wir mal deine Lieblingsflaschen und dann machen wir mal eine Folge irgendwie Strohhalmflaschen. Für euch ausprobiert. Ja. Genau. 40-jähriges Baby, ja. Kam ganz gut an. Tja, also setzt Phil doch auf Wasserstoff. Ja, sicher wohl nicht. Ja, wir werfen den Link auch mal in die Shownotes. Den Air-Up-Link habe ich schon längst gepostet. Gut. Ich fahre ja, wie der ein oder andere weiß, auch ein Elektroauto mittlerweile. Ich habe einen tollen Chef, der mir erlaubt, ein Polestar 2 zu fahren. Seit Ende Mai, Anfang Juni irgendwie habe ich das Ding. Es ist ein schönes Auto, es ist alles tipptopp und mir macht es unheimlich viel Spaß. Aber die App, ja, also die App. Erstmal kann die sehr, sehr super wenig. Also du kannst irgendwie sehen, ja, also wenn die Synchronisation mal klappt, ja. Malik, willst du nochmal grätschen? Ah, du bist raus. Incoming Call, siehst du mal. Okay, jetzt bist du wieder da. Sehr schön. Also die App von Polestar zeigt dir irgendwie an, wenn denn die Synchronisation mit dem Auto ab und zu mal klappt, wie viel
SOC, also wie viel State of Charge du noch hast, und sie zeigt dir auch an, wie viel das in etwa in Kilometern ist. Sie zeigt dir an, ob es verriegelt ist, das Auto, oder nicht, und es zeigt dir an, ob die Klimaanlage läuft oder nicht. That's it. Was man dann noch machen können soll, ist einen Timer stellen, und das geht aber auch erst seit ein paar Iterationen dieser App. Das ging am Anfang nicht, dass man irgendwie sagt, okay, ich fahre morgen oder ich fahre jeden Montag um 7.30 Uhr los und möchte dann bitte ein warmes oder kaltes Auto haben. Vorklimatisierung mit Batterieklimatisierung, mit allem drum und dran, soll das Ding können. So, jetzt werfe ich mal einen Tweet von mir in den Chat. Dort zeige ich mal, wie das sich denn wirklich Anfang Dezember nach irgendeiner weiteren App-Aktualisierung dargestellt hat. Es ist einfach unglaublich, wie schlecht und gar nicht gehend das ist. Und ich fand das so lächerlich und habe den Polestar-Leuten dann einfach auch nochmal das dann geschrieben und habe ihnen auch mal gezeigt, wie das denn bei der Kia-App aussieht. Ne? Weil bei Kia, da bist du halt irgendwie bei den Koreanern und die wissen, wie IT funktioniert. Und die packen halt wirklich alles da rein. Da ist es schon fast wieder zu viel. Ne? Da ist dann UX, musst du dann auch erstmal wieder gucken. Ne? Aber du hast alle Informationen, du kannst alles regeln, du kannst alles machen, und das ist so muss es halt irgendwie sein, ja. Und das, was Polestar da macht, ist halt einfach kaputt. Mittlerweile geht's manchmal, aber da müssen sie echt nochmal ran. Keine Ahnung. Also das ist nicht schön. Was mir das Herz dabei bricht, ist, das sieht so schön aus alles. Deren Corporate Design ist einfach zum Reinlegen in so eine Hängematte. Dass du das sagen würdest. Ach Gott, guck mal, wie, oh, da ist so eine Zeit, steht da 7 und die 7 ist so schön. Ja, und dann kommt da unten der rote Balken, Aktion nicht möglich, bitte wiederholen, Aktion nicht möglich, bitte wiederholen. Ab da ist gar nicht mehr so schön. Nee, es ist die Dichotomie zwischen Funktionen und... Nee, das geht natürlich gar nicht, aber ich sag mal, du kommst ja auch vom E-Niro. Ah nee, du hast ja sogar eine App, ne? Und ich wünschte, ich hätte überhaupt jemals eine App für mein Auto gehabt. Ja, der erste E-Niro hatte die ja nicht, ja, und ich habe ja dann den zweiten und den ersten wieder abgegeben aus Gründen, und beim zweiten, beim Facelift, da gibt es dann jetzt auch eine App. Da ist auch ein Screenshot drunter, ne, von in dem Tweet, dem Ding, ja. Das ist alles nicht so schick und alles, aber es funktioniert halt einfach und es funktioniert immer. Ja, ich muss regelmäßig das Fahrzeug verriegeln, weil meine Frau das oftmals vergisst, weil Kind und dies und das und sowas. Ne? Dann steht sie im Supermarkt und dann macht es bei mir Pling, dein Auto ist nicht verriegelt, weil es das halt irgendwie nach 5 Minuten macht. Sagt ihr halt Bescheid. Ja? Sweet. Und dann sagt er, willst du verriegeln? Und dann sagst du, yo. Und dann kommt 10 Sekunden später, ist jetzt verriegelt. Alles klar, Auto zugemacht. Kannst halt auch sehen, wo es ist. Ne? Ich meine, da kannst du dann halt wirklich... Ich meine, das sage ich jedem, der das Auto fährt. Ich kann immer sehen, wo du bist, weil das Auto mir das halt zeigt. Ne? Ich glaube, das ist bei Tesla ja auch so viel. Ne? Das ist aber auch ein Ding aus den frühen 2000ern, oder? Also ich glaube, der älteste Diesel-BMW, den mein Vater jetzt irgendwie hat, der kann das auch, wenn man 90 Euro im Jahr bezahlt. Also das ist kein Hexenwerk mehr. Wie man bei BMW einfach für jeden Mist 90 Euro im Jahr bezahlen soll. Schon vor 10, 15 Jahren. Ja. Ja. Der kostet. Die Nieren kosten wahrscheinlich extra. Der Hörer, der auch bei mir hier um die Ecke wohnt, der Martin Eberle, ich glaube, der ist auch heute im Chat, der hat mich zum Thema Tesla und Fail und Holiday Update irgendwie was gebracht, dass er erstmal begeistert war von dem neuen Update, was auf dem Model 3 rausgekommen ist, dann aber irgendwie nicht mehr, ne? Weil er sagt, das sind tatsächlich sicherheitsrelevante Verschlechterungen, die da sind. Ja, die Lichteinstellungen und auch Nebelschlussleuchte sind jetzt 3 Tabs tief in den Einstellungen. Vorher waren das weniger. Und die wären auch zu treffen gewesen. Und das wäre jetzt alles irgendwie schlimm. Und die Panels für den Verbrauch und Reifendruck. Und das hat man alles vorher mit einem Wisch erreicht. Und das ist jetzt alles irgendwie in einem anderen Untermenü verschwunden und wäre unübersichtlich. Und ja, was sagt er noch? Vorher waren mehrere Ansichtmodi, horizontaler Splitscreen im rechten Teil und so weiter möglich. Und das gibt's alles nicht mehr. Rechts ist jetzt ganz oder gar nicht. Ja, und so weiter. Auch da packe ich nochmal einen Link in den Chat. Aber wie ich ja im Vorgespräch von Phil erfahren habe, er weiß darüber nichts, ne? Und gehört hat er auch nichts.
weiß sogar nicht viel. Ich fahre ja kein Model 3, deswegen weiß ich das nicht. Ich fahre ja ein etwas ältliches Model S, das hat dieses Update nicht bekommen, wie so viele andere auch. Ne? Hard- und softwarebedingt kriegen die älteren Autos nicht längst nicht alles, was die aktuellen bekommen. Ich weiß aber von Marcel, dass er mehrmals geschrieben hat, Holiday Update Usability is missed. Okay. Und das will schon was heißen, Marcel ist sehr schmerzfrei bei diesen Themen. Liebe Grüße. Kennt all diese Gespräche. Ich meine, es ist nicht böse, ne? Aber ich glaube, wenn jemand wie Marcel sagt, okay, die Dinge haben sich verschlechtert, dann haben sie sich tatsächlich spürbar verschlechtert. Ne? Mhm. Eigentlich ist er, glaube ich, relativ, will nicht sagen schmerzfrei, aber man kommt ja ganz gut klar mit Sachen, ne? Wenn man die mit offenen Armen in Empfang nimmt, dann kann man sich ja an die meisten Sachen gewöhnen. Ne? Wenn aber Dinge schlechter werden, als sie vorher waren, was nicht nur mit Gewöhnung zu tun hat, sondern tatsächlich, wie auch dein Hörer da sagte, mit Dingen wie, okay, das ist jetzt weiter unten und ich brauche mehr Klicks und ich komme nicht mehr gut hin und so weiter, das ist halt nicht so smart. Ne? Da hilft dann auch die selbstprogrammierbare Lightshow nicht mehr, wenn du solche Sachen machst. Lightshow machst halt einmal im Jahr zu Weihnachten. Ja, genau. Und dann nicht mehr. Und Scheinwerfer an, aus, musst du vielleicht auch öfter machen. Ich habe auch eine Tesla-Frage. Ich habe ja kein Elektroauto und höre über Umwege ab und zu mal so Dinge. Und da habe ich dann aber auch gedacht, also kann das sein, dass das möglich war oder ist? Ich habe gelesen und gehört, dass man während der Fahrt spielen konnte, dass das jetzt mittlerweile wohl aber wieder zurückgenommen worden ist. Aber habe ich das auch? Wissen tue ich das nicht. Und ich habe mir nur gedacht, what the fuck? Also war das hier in Deutschland so? War das in den Staaten so? Weil da ist ja gut, da braucht man gar nicht drüber nachdenken, ist wahrscheinlich immer noch da so. Wie kommt man denn auf die Idee, dass man während man fährt, spielen können soll? So aus Sicherheitsgründen und sowas. Habt ihr da irgendwie, war das ein Fehler? War das Absicht? Habt ihr da irgendwas gehört? Keine Ahnung. Ich habe auch gesehen, dass es wohl ging, aber also ich gehe mal davon aus, dass das ein Fehler war oder eine Nachlässigkeit, weil auch das wissen viele nicht. Softwareentwickler sind auch Menschen in weiten Teilen. Sind anders als viele, aber prinzipiell alles Menschen. Und da passieren so Sachen. Ne? Da achtest du mal auf irgendeine Bedingung nicht. Sowas wie Auto fährt jetzt nicht spielen oder so, ist nicht so sweet. Das müsste man irgendwann ja mal gemerkt haben in dem Prozess von der Idee bis zum Live oder so, kriegt man das ja eigentlich mit. Aber das weiß ich nicht. Also Spiele während der Fahrt sind für Beifahrer, schreibt Martin im Chat. Da kommt auch ein deutlicher Hinweis beim Start. Gut, das hindert dich jetzt als Fahrer nicht daran, das zu ignorieren. Oh, da kommt ein Hinweis. Oh, dann lieber doch nicht. Genau. Dann mache ich das nicht. Wir sind ja in Deutschland. Wenn da steht, ich darf das nicht, dann mache ich das nicht. Da flickert doch dann ganz schön viel auch auf diesem Screen, wenn man jetzt gerade selbst fahren muss und jemand Galaga zockt oder was auch immer da. Das wäre mir schon zu viel. Ja, vor allem erreicht man gewisse Dinge nicht auch immer noch just über dieses Display? Und wenn dann jemand zockt und man will irgendwie gerade Scheibenwischer oder was war das, irgendwie einstellen oder so. Ja. Naja, beim Model 3 hast du ja nur dieses Display und ganz wenige Knöpfe noch am Lenkrad. Ne? Ja, ja. Ja, klar. Also, ich meine, das ist noch ein Problem, ja. Ja, Tesla, also. Ja, ja, ja. Ich war noch nie so richtig überzeugt und ich bin es immer noch nicht. Also, was die Software angeht, was da so drin passiert. Merkwürdig. Ja. Ich meine, das mit dem Software-Thema hast du halt mittlerweile bei ganz vielen Autos, ne? Und da kommt ja jetzt auch immer noch mehr rein. Was habe ich jetzt irgendwie gelesen? Ab Mitte 2022 müssen irgendwie bis 9 Assistenzsysteme eingebaut sein in Neuwagen. Habt ihr das mitgekriegt? Mm-mm. Doch, wo habe ich das denn gelesen? Ich glaube, irgendwie Spiegel oder sowas. Und ja, also auch mit Bremsassistent und Notbremsassistent, keine Ahnung. Also alles, was eigentlich jetzt so diese Neuwegen ja eigentlich schon haben, ja. Aber irgendwie sind sie da wohl dran. Weiß ich nicht, ob das diese Neuwegen jetzt schon haben. Wenn ich teilweise, mal, klar, nicht alle. Wir haben zuletzt darüber gesprochen, wie die Renault Zoe im Euro NCAP-Test 0 Sterne bekommen hat, weil sie eben solche Dinge nicht hat, in der Basisausstattung Notbremsassistent und solche Sachen. Da kannst du mal ganz schnell eben genau das nicht bekommen, ohne dafür extra zu bezahlen. Das ist wahrscheinlich das, worum es geht, dass man gewisse Sicherheits-
Standards jetzt in den 2020er Jahren dann mal etabliert, wo man dann nicht mal darüber diskutieren muss, dass man für mehr Sicherheit auch extra Aufpreis bezahlen muss. Und da gehe ich ehrlich gesagt auch mit, dass man sowas wie, keine Ahnung, eine sinnvolle Anzahl Airbags oder Notbremsassistent oder so Sachen sollte heutzutage jedes Auto haben. Und das ist mir dann auch egal, was das den Autohersteller kostet. Das ist ein relevantes Feature und dafür, dann, weißt du, das ist nichts, wo ich als Autokäufer spare am Ende, weil ich das muss, weil ich mir das nicht leisten kann. Ne? Also, es ist aber halt auch nochmal eine Usability-Frage. Also wenn ich jetzt, meine Frau ist keine sehr technikaffine Frau, sie hat viele, viele andere Qualitäten. Das Thema, mit Technik umzugehen, gehört nicht dazu. Womit ich sie gar nicht angreifen will, ja, falls sie das jemals sieht. Du formulierst das sehr vorsichtig. Ja, man weiß ja nie. Naja gut, ich habe jeder hat so seine Sachen, die er halt mit in die Beziehung einbringt, ja. Und bei mir ist das eben zum einen unter anderem auch das Technikthema, bei ihr halt nicht. Das ist aber auch okay. Aber sie benutzt das Thema Assistenzsysteme halt überhaupt nicht, ja. Und es ist ihr einfach auch zu viel, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, es geht auch ganz, ganz vielen anderen Menschen so, ja. Die einfach sagen, okay, ich habe hier ein Auto und ich steige ein und ich drücke hier und dann fährt es los und dann fahre ich und ich trete halt immer aufs Gas und mache nicht irgendeinen Knopf an, dass ich das nicht mehr tun muss, sondern das mache ich halt immer. Und da ist halt dann wirklich die Frage, ne, ob da nicht bei vielen Leuten, die halt auch dann ganz bewusst sagen würden, diese Assistenzsysteme benötige ich nicht, weil ich sie entweder nicht benutzen werde oder nicht verstehe oder. Ne? Und jetzt sind die halt überall drin und dann, ja, auch wieder so ein Thema Ressourcenverschwendung, ja oder nein, bringt wirklich was für die Technik. Wenn, dann müssen so Assistenzsysteme halt dann einfach so da sein. Da geht es halt dann auch darum, dass es, ja, wieder, da kommen wir wieder auch zu dem Thema, es muss leicht bedienbar sein, es muss schnell zugänglich sein, es muss irgendwie ja in Muscle Memory übergehen, keine Ahnung, ja. Ich weiß es nicht. Ich denke halt, das ist auch nichts jetzt zwingend mit dem Alter der Fahrer oder Fahrerin zu tun, sondern es ist tatsächlich dieses, will ich mich damit beschäftigen oder nicht, ja? Und wenn ich so in teilweise Bekanntenkreis, auch jüngeren Bekanntenkreis von meinen Kids oder sowas gucke, das ist nicht das, mit dem die sich beschäftigen, wie das Auto funktioniert, ja? Das verstehe ich schon, aber ich habe jetzt die Details nicht zu dem, was deine Ausgangslage war für diesen Teil des Gesprächs, aber für mich sind das halt so Dinge, die du weder wissen noch irgendwie beherrschen noch irgendwie steuern musst als Fahrerin, sondern die passieren für dich, ja? Du fährst auf ein Auto auf, bevor dein Fuß auf der Bremse ist, sieht dein Auto das und reagiert und bremst schon mal für dich. So, ne? Das sind so Sachen, finde ich, die in so Autos gehören heutzutage. Und die muss ich weder verstehen, noch muss ich die selber beherrschen, noch muss ich die justieren oder so. Sondern die Dinge, die ein Fahrzeug heute sicher für mich machen kann, die sollte es eigentlich haben. Das sind keine Sachen, die man weglassen darf, finde ich. Ja, nee, klar. Sicherheitsrelevante Themen und Automatisierung machen damit Sicherheit Sinn. Ja, da gebe ich dir schon auf jeden Fall recht. Ja. Apropos Alter, ich muss mal ganz kurz reingrätschen. Jo. Ich habe meine Mutter versprochen, dass das nächste Mal, wenn ich irgendeine Sendung aufnehme, ich was richtig stelle. Ja. Und zwar, meine Mutter ist 63 geboren, das heißt, sie ist 58 Jahre alt und nicht so, wie ich letztens gesagt habe, ich glaube so um die 65 rum. Das ist aber krass. Warst du auf den Geburtstagen anwesend? Sie hat mich halt nächsten Tag schon angerufen, sie war halt live dabei und hat sie hat mir schon währenddessen Nachrichten geschrieben, die ich aber nicht gelesen habe. Kannst du mal bitte klarstellen, wie alt ich bin? Nächsten Tag gab es einen kleinen Anschiss und mit Recht. Ja, und das habe ich jetzt damit berichtigt. Grüße an Patricks Mama. Und wir müssen auch Patrick sagen. Das ist auch ganz wichtig. Es kam auch von Mama die Kritik, ne, mir gegenüber. Ja, dass ich immer manchmal Patrick oder, ne, das war Patrick. Sie spricht es Patrick aus. Patrick. Also nicht mit englischem Akzent. Okay, Patrick. Deutsches R, aber mit einem englischen A. Genau. Da hat sie sich aber auch selber ein Ei gelegt. Oder dir. Das Thema war auch Heiligabend, warum eigentlich so, und sie hat einen Fehler gemacht, weil sie dachte, dass das die Aussprache halt begünstigt ohne C, dass sie aber eben halt die englische Aussprache ohne mit CK auch geschrieben wird, das ist ja vorgestern klar geworden, dementsprechend, ja. Ist ja auch egal eigentlich, ne? Also, ist mir auch komplett wurscht. Findest du ganz charmant, man hat da sofort so einen Icebreaker, wenn man jemanden kennenlernt, der zum Beispiel Patrick heißt oder Patrick heißt, da hast du sofort ein Gespräch, denn du musst darüber dich unterhalten, wie man den Namen richtig ausspricht. Und schon hast du dich kurz unterhalten und kannst ein angenehmes, weiterführendes Gespräch irgendwie anzetteln, finde ich relativ easy. Wobei ich das auch
automatisch immer falsch mache. Ich sage immer Patrick, ich sage auch zum Windelektrik immer Patrick, obwohl ich genau weiß, dass es Patrick heißt und ich mache es immer falsch. Ich weiß nicht warum. Ja, das Ding ist, dass genau die Erschwernis, dass ich euch beide gleichzeitig kennengelernt habe. Mhm. Und dann sozusagen, ja, ich weiß, das sind die Patricks, aber wer von wem jetzt, falle ich immer wieder rein. Und ich sage halt auch immer noch, also mir ist es sowieso egal, weil ich genau dieses Ding recht interessant finde. Wie willst du ausgesprochen werden? Ist mir egal. Wie? Ja, such dir es aus. Und dann, nee, kann ich nicht, sag mir das. Und dann kommen dann irgendwelche komischen Namen teilweise zustande. Also Patricks, Paddy, Paddy, Patrick, Patrick. Und ich finde es interessant, wie Leute sich das aussuchen. Also dementsprechend, ich sage immer, such es dir aus. Also das ist eigentlich, ich finde es geil. Nice. Ja, ist interessant, dass du da so entspannt bist, weil, also Malik hat jetzt, glaube ich, noch nie, die hiesigen Leute sagen Malik, so mit Doppel-L, also, ne, das Rheinland lässt dann grüßen, aber Aziz als Nachname ist natürlich immer schwierig, A-Z-I-Z, wie spricht man das jetzt aus? Wäre es nicht mein Name, wüsste ich es auch nicht und deswegen, weil mich das auch immer genervt hat, das dann immer buchstabieren und dann ist trotzdem falsch und das sind eigentlich nur 4 Buchstaben, so von A bis Z, ist eigentlich irgendwie cool und so, aber schwer auszusprechen. Achte ich bei anderen Leuten besonders drauf oder möchte ich, ist es mir wichtig, wie die ausgesprochen werden, weil ich halt das Leid selber kenne. Und dann das dann ständig zu verkacken, schwierig. Ich kenne das auch. Nachnamen. Bei mir ist immer Zeileid oder Zeilied oder so Sachen. Ganz schwierig. Ganz schwierig. Bei dir war ich überrascht, dass du wirklich so heißt. Also, weil ich dachte, das wäre dein Internetname, das so komisch geschrieben und dann dachte ich so, ja, wie heißt er denn mit Nachnamen? Zieleit, der verarscht mich nicht. Wo habe ich das denn erzählt? Hatte ich das bei der Freakshow erzählt? Ich kann ja mal erzählen, wo das herkommt. Also ich habe Ende der 90er in einer Diskothek gearbeitet. Die gibt es leider nicht mehr. Das war der Loft-Club in Ludwigshafen, wo ich auch wohne. Und habe da angefangen erstmal irgendwie so, ja gut, war ein Job, ne, jeden Samstag irgendwie die ganze Nacht durchmachen und das Licht bedienen der Tanzfläche, ja, also dass das Geflacker schön ist und dass immer schön Nebel kommt und so Sachen, ja, und halt dann so ein bisschen auch die DJs und die Gast-DJs ein bisschen pampern, dass denen gut geht und dann, dass die ihre Getränke bekommen und alles, was sie sonst noch so benötigen und habe ich eine Zeit lang gemacht und irgendwann habe ich gedacht, das mit dem DJ kann ich auch, ja, und dann habe ich habe mir Plattenspieler irgendwie besorgt und Platten gekauft und habe angefangen und bin meinem Chef da in der Disco, in dem Club, regelmäßig auf den Sack gegangen und gesagt, ich will hier jetzt auch mitmachen. Jo, und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, aber wie willst du dich denn da nennen? Ja, das ist ja irgendwie auch komisch, du kannst ja nicht irgendwie DJ Thorsten oder so. Irgendwie. Also hier in Bayern gibt es viele, die so heißen. Ja, genau, deswegen wollte ich das ja nicht. Und dann dann kam ein anderer Kollege von mir, der hat gesagt, ja, du brauchst irgendwie einen anderen Namen. Und dann kam er die Woche drauf und hat gesagt, ich habe einen für dich. Zieleit. Und dann habe ich gedacht, das ist ja schon geil. Ja, gut. Und seitdem ist das so. Ne? Und dann war das da immer auch mit Zieleit und DJ Zieleit angekündigt. Und dann habe ich das, als dann das Internet kam, ja, ich meine, das war ja schon da zwar zu der Zeit, aber noch nicht in der Fülle und Gänze. Und da habe ich das dann halt irgendwann übernommen. Ja, und jetzt ist es halt immer noch da. Ja. Nice. Fand das eigentlich auch immer ganz schön. Ich bin immer verwirrt, wenn jemand Thorsten sagt. Ja, was für ein Thorsten? Ja. Ich weigere mich da auch. Spricht man das eigentlich aus? Das ist ja T.H. T.Horsten. T.Horsten. Thorsten. Ja, da steckt auch Horst drin. Ja. Genau. Und Horst. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Nee, Horst steckt nicht drin. Ist übrigens, ist natürlich ein nordischer Name. Und sind auch zwei Wörter, und zwar das Wort Thor und Sten. Und das ist der Stein des Thor, also Thors Hammer. Habt ihr auch nicht gewusst. Richtig. Deswegen siehst du auch so krass stark aus. Wahrscheinlich. Ja. Und so hier. Groß und dominant. Und, ja, genau. 1,70 groß. Groß, ja. Ja. Was man da lernt, so mit Namen alles. Ja, verrückt. Ja. So, was machen wir denn noch? Ich habe nichts mehr auf der Liste stehen. Wie lange können wir denn? Wir können noch 20 Minuten locker. Bis Ende ist. Ja. Dann kann ich ja die Geschichte von meinem Namen auch noch erklären. Wisst ihr dann, woher Philipp kommt? Lass mich raten. Irgendwas mit Pferdeliebhaber. Ah, du bist so schlau, weil ich dir das in irgendeinem Malik FM-Podcast mal erzählt habe. Profil Nerds. Oh, wahrscheinlich, ne? Ein Link da war das, folgt in den so. Shownotes. Ja, das kommt vom griechischen Hippophil, ne? Pferd und Freund und so. Und ich heiße tatsächlich so, weil meine Mama eine sehr große Pferdeliebhaberin ist und war.
Und sie wollte, dass ihre Kinder das auch werden. Und hat dann ihren Erstgeborenen den Pferdefreund genannt, sozusagen. Und ich sage euch, das mit den Pferden ist einfach hart nichts geworden. Es tut mir leid, Mama, aber ich interessiere mich einfach genau überhaupt nicht für Pferde. Das ist ein bisschen schief gelaufen. Manchmal überspringen so Interessen ja eine Generation. Ich wollte gerade sagen, ja, und auch das mit dem Pferdeschwanz war dann jetzt irgendwie wohl nichts. Aber das ist so zweideutig, dass ich überhaupt nicht weiß, wie ich den hier unterbringen sollte. Ich habe aber tatsächlich mein damals langes Haar. Ja, gut, ist okay. Mein damals langes Haar durchaus in so einem Zopf auch getragen. Ja, ja. Und da war Mama dann happy. Nein, denn mein Vater, auch das wissen viele nicht, war Friseurmeister. Der fand das richtig scheiße. Ja, das ist gut. Marcel natürlich im Chat gerade, keine Pferdestärken, immer Kilowatt. Immer Kilowatt, ja. Damals hat das mit den Kilowatt noch keiner verstanden und auch nicht wichtig gefunden. Da war PS das Ding. Hubraum. Kubikzentimeter, wichtig. Ja, ja, ja. Sollen wir mal gucken, ob irgendwie Leute anrufen wollen? Ah, schön. Wissen Sie denn die Nummer? Das bekommen Sie bestimmt. Liebe Regie, würdet ihr bitte die Nummer einblenden? Das wäre nett. Für die, die nur hören, sollten wir sie wahrscheinlich auch sagen. Die haben bis jetzt, jetzt greifen sie gerade zum Stift, hektisch, öffnen irgendein Notepad oder tun es Dinge. Es ist eine relativ lange Nummer. Ich habe sie auch irgendwo in diesem... Ich hätte sie vorhin noch offen. Kryptopad. In diesem Pad. Ruft uns an, mail an uns. Nee, das ist die wohl nicht. Die Hörertelefon, Live-Hörereinwahl. Das wäre die 0221... 596-1909-7883. Eventphone-Nummer. Wisst ihr, was Eventphone ist? Erkläre ich euch gleich. Eventphone ist einfach die 7883. Ja. Philipp, nochmal R ab. Ja, ich habe die Nummer mal in den Chat geworfen. Ich habe einfach Copy-Paste gemacht, aber er meinte, Copy brauche ich nicht. Ich hatte einfach das vorige nochmal gepastet. Genau. Super. Ja, sorry. Hab's gut gemeint, schlecht gemacht. Passiert. Peter ist lustig. Alles gut. Also Peter lustig. Gut. Ja. Eventphone, ne? Kennt ihr? Eventphone kennt ihr. Vom Congress, ne? Ja, das, genau. Ja. Das ist das. Dann, ja, Eventphone ist, glaube ich, ein eigenes Unternehmen mittlerweile, die halt für Events via Telefoninfrastruktur zur Verfügung stellen. Da sind, glaube ich, auch dann ganz viele Leute vom POC drin, also ich glaube vom Phone Operating Center. Und die machen ganz verrückte und ganz tolle Sachen. Und du kannst halt irgendwie, wenn du so ein ZIP-Telefon hast, kannst du dir eine Nummer aussuchen, so eine vierstellige. Und dann bist du darüber erreichbar. Also man könnte mich jetzt auch unter der 7772 erreichen und dann würde es hier neben mir klingeln. Ich kann dir auch mal eine Telefonnummer sagen, über die du mich erreichen kannst und dann würde es neben mir klingeln. Ja. Wie magisch ist das jetzt nochmal genau? Es ist halt, wir sind ja jetzt gerade zu Gast bei der Remote Chaos Experience 2021. Ich fühle mich übrigens sehr geehrt, hier sein zu dürfen, wollte ich mal sagen. Ich wollte hier schon immer hin. Ja, jetzt hast du es mal geschafft. Ja, aus wie dein Studio. Krass, ne? Ja, wir könnten mal irgendwie gucken, dass wir das vielleicht zum Camp schaffen. Das ist 2023, ist noch ein bisschen hin. Und dort weiß nicht, ob ich da Zeit habe. Ja. Muss meine Assistentin anrufen. Und das ist quasi ein 338. Ein virtuelles Haustelefon. Das ist es halt. Ne? Du läufst halt auf dem Kongress rum mit so einem Decktelefon und kannst dann einfach untereinander Leute anrufen, ohne dass du, sag ich mal, Handyempfang brauchst oder irgendwie sowas. Es geht um diese interne Infrastruktur. Und ich weiß nicht, was sie sonst noch so machen, aber daher kenne ich das. Ja, ich meine, zum einen ist es bestimmt daraus entstanden, dass man sagt, wir sind Hacker, wir möchten gerne mal Telefon machen. Also machen wir das jetzt einfach mal. Ne? Und daraus ist es dann entstanden. Für die Organisation des Congress und für diese Veranstaltungen, die dort stattfinden, ist es extrem wichtig, das zu haben, weil die ja ganz viele Menschen sind und die rennen dann halt alle von A nach B und haben und dies und das. Ja? Das Sendezentrum zum Beispiel hat jetzt für diese Veranstaltung, für diese Live-Geschichten eben auch eine eigene Nummer, die dann als Ringschaltung da ist und die dann halt jetzt auch nur für den Event gültig ist, wo man dann halt anrufen kann und sagen, ich habe eine Frage zu Sendezentrum oder wie läuft das jetzt mit meinem Podcast ab, den ich hier machen will und so weiter. Und dafür sind halt dann für diese Events eigene Nummern und die können dann halt beliebig viele Durchwahlen dann einfach machen. Ja? Und, da hat mir also wieder nur der Kontext gefehlt. Dann finde ich das jetzt auch angemessen cool. Ja.
Das Event Phone ist selbst gebaut, sagt der Tom auch gerade. Ja. Genau. Ja, also Anrufe kommen scheinbar keine rein. Ne? Mhm, 0221 596 190 97883. Was hatte Peter ich denn so grade für? Sorry, kurz einen Hinweis werde ich noch los. Peter schreibt nämlich gerade Walkie-Talkie. Das wäre ja analog und Funk und so. Es gibt aber eine App, die ich auch mit Marcel gerne mal benutzt habe, die heißt Zello. Die kann ich empfehlen für alle, die so eine Walkie-Talkie-Funktion benutzen möchten. Das ist sehr, wie sagt man so schön, low friction. Ganz einfach für den Einstieg. Man hat einen großen Knopf mitten auf dem Handy. Man braucht natürlich Netz, das ist wichtig. Aber das ist halt viel einfacher als irgendwie immer anrufen und so. Sagen wir mal, wenn man zum Beispiel Kolonne in den Urlaub fährt und man will nur mal kurz was rüberrufen. Dafür ist so eine App halt einfach super. Einfach Zello gibt es für alle Betriebssysteme und so. Z-E-L-L-O. Ich suche mal einen Link raus. Ja, Patrick. Hattet ihr so typische, ich fahre nach Hause, ich muss Dinge für meine Familie tun, Nerd-Dinge, Erlebnisse? Ich hab die Stehlampe meines Vaters repariert. Da ist irgendwie die Putzfrau dran gekommen oder die Putzkraft. Entschuldigung, das ist ja auch alles. Und die hat das Kabel rausgerissen. Das war wahrscheinlich schon locker und irgendwie ist es rausgegangen. Und dann habe ich diese Stehlampe auseinandergenommen und habe das Kabel abgeschnitten, habe eine Lüsterklemme dazwischen reingebastelt und habe das wieder reingefriemelt. Und es ist jetzt aber jetzt nicht unbedingt der Super-Nerd-Kram. Das mache ich das ganze Jahr über mit meinem Vater. Hier ist der Sascha aus der Regie. Wir haben jetzt tatsächlich einen Anrufer. Er ist schon in der Leitung. Okay. Okay. Hallo, wer ist denn da? Hallo. Also, Ludger. Hi Ludger, grüß dich. Wie geht's? Ja, muss, ne? Muss ja, muss ja. Aber du hast uns noch irgendwo laut auf einem Gerät im Hintergrund. Wir haben Echos, ja, das drin. Stimmt. Genau. Wie bei jedem Radioanruf. Wie wenn jemand den Fernsehen angerufen hat früher. Ja. Können Sie bitte die Geräte zu Hause ausmachen, sonst können Sie den Sat.1 Superball leider nicht spielen. Tut mir leid. Den Sat.1 Superball, ich sterbe. So hieß das doch. Mhm. Ja, ich weiß genau. Ludger, erzähl mal. Links. Lass gleich doch mal den Ludger jetzt reden. Sorry. Ja. Wo kommst du her? Wer bist du so? Aus der Nähe von Kassel. Ja, und ich wollte so einfach mal reinrufen. Genau, der Malik ist ja eine coole Sau. Der treibt sich ja viel rum und hat ja, glaube ich, den Sealight so ein bisschen angestiftet. Und die beiden kenne ich halt nur über die Ohren. Ne? Und okay. Genau. Und sonst, ja. Hast du den Phil denn noch nicht gekannt? War? Den? Nein, also genau, die anderen. Okay. Achso, das hier Clean Erectic wahrscheinlich, ne? Genau, ja. Genau. Den höre ich nicht, weil sozusagen Elektro, da bin ich immer weit weg. Okay, ja, aber du wirst hinkommen, ich verspreche es dir. So habe ich ja auch mal angefangen. Ja, genau, also früher oder später ist das so, ja, das stimmt, genau. Ja. Ich kann mich nicht mehr lange wehren wahrscheinlich, ja. Ja. Danke für die Blumen. Was hörst du denn sonst so an Podcasts? Ja, ich bin in dieser Podstock-Ecke unterwegs. Ah, geil. Genau, was sind denn meine Favoriten? Warum weiß ich denn nicht jetzt, wie der heißt? Teddy Christetzko, Esel Müller, ne? Das ist sozusagen mein Dauerhörer. Und ja, Sendegarten habe ich heute zum Beispiel mal gehört und ja. Ich muss mal hier meinen Catcher aufmachen, der weiß das besser als ich. Das ist ja der Live-Stress, da vergisst man auf einmal Sachen, von denen man gar nicht wusste, dass man die vergessen kann. Ne? Das ist ja mein Superskill, ich kann ja alles vergessen, egal ob live oder nicht. Das geht einfach immer. Patrick wohl auch. Mhm. Aber sowas von. Ja. Wir haben auch mal länger darüber unterhalten, wie das wohl zustande kommt. Ich glaube, der letzten Folge, oder? Du, auch, ja, ich auch. Und dann haben wir erstmal 10 Minuten übers Vergessen gesprochen. Was für Probleme man dadurch hat und wie man das umgeht oder keine Ahnung. Interessant. Okay, also meine Top 5 ist Esel und Teddy, genau so heißt es. Ne? Dann Coronavirus-Update, Geschichten aus der Geschichte, Sendegarten und Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Ich kenne nur eine Sendung davon und das ist leider das Corona-Update. Das habe ich noch nie gehört.
Ja, den Sendegarten mit Martin, ja, genau, und Sebastian, der auch Studio Link macht. Ja. Ja, genau. Was war das letzte? Okay. Das ging mir zu schnell. Sag mir das letzte nochmal. Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Das klingt aber geil. Interessant. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Das hat mir so vom Namen her hat mir das gefallen. Das sind auch irgendwie drei Typen. Der eine mit Bart, der andere mit Brille. Das ist die gemerged bin ich. Guck ich mir mal an. Danke. Ja, genau. Das ist auch durchaus unterhaltsam. Genau. Die experimentieren, glaube ich, im Moment so ein bisschen. Dieser ihr Hauptfeed, würde ich sagen, der ist ein bisschen spärlich besetzt. Also kommt ein bisschen drauf an. Also ich glaube, die haben da einen hohen Anspruch. Und die machen so Zwischenepisoden und versuchen ein bisschen Community Management. Aber das, genau, das ist humorig. Das ist guter Zeitvertreib. Also. Der Claim ist Geschichte, wie ihr sie noch nie gehört habt. Also sie erzählen tatsächlich, genau. Was machen sie dann? Sie nehmen sich irgendwie, keine Ahnung, der Mord an Cäsar raus und dann erzählen sie das auf lustige Art und Weise, oder? Ja, das, also die haben in der Regel halt, ich weiß gar nicht, vielleicht ist das sogar immer so, jemand, der auf eine merkwürdige Art und Weise aus dem Leben scheidet. Also sind immer verstorbene Personen und dann die Lebensgeschichte drumherum. Also einer von den dreien bereitet die immer vor. Und erzählt die dann sozusagen diese Lebensgeschichte. Und die ist dann. Ich hab das gerade sofort abonniert und ich lese mal kurz eine Kleinigkeit vor aus der Beschreibung hier aus dem Podcatcher. Hier steht bla 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 bla. Der Clou: Wenn der Aufnahmeknopf gedrückt wird, haben zwei Drittel des Podcast-Trios keinen Schimmer, worum es in der Folge gehen wird. Ein großer Spaß für die ganze Familie. Oder zumindest für eure Podcastgeber. Jetzt kommt's: Philipp, Dominik und Jürgen. Ich meine, wie viel besser. Ja. Also. Sorry, wenn muss das gut nicht sein. Abonniert. Muss ich gut poste sein. Das hier gleich mal, ist schon drin, danke. Also in diesem Chat muss man auch einfach ein bisschen wie bei Clean Electric gar nichts machen, machen alles selber, sehr gut. Ja, Ludger, wie bist du denn auf uns gekommen heute? Ich bin beim RC3 und da ihr auf der Bühne lauft, genau. Also Podstock und Sendezentrum ist ja auch nicht so weit voneinander entfernt. Ja, das stimmt wohl. Wir haben noch einen Anruf. Ja. Ich würde ihn jetzt einfach auch dazu nehmen. Okay, Ludger. Dann danke, Ludger. Mach's gut. Tschüss. Gerne. Ciao, Ludger. Wen haben wir denn noch? Haben wir noch wen? Finde ich ja witzig, dass das echt mal funktioniert, dass Leute, das ist super nice. Dass Leute so, sich trauen. Ja. Die Stimme aus dem Off finde ich total geil. So, wenn man so einen Assistenten wie geil jetzt hatte. Genau? Ja, nicht so geil. Das hat aber auch nicht geklappt zu haben gerade. Ja. So, aber bei mir scheint es geklappt zu haben. Ich hoffe, dass ich nicht zu laut bin. Schatzilla hallo. Hier. Perfekt. Hallo. 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 Wie war der Name? Schatzilla. Silke, eigentlich. Schatzilla. Ah, okay. Genau. Schatzilla. Grüß dich. Hallo. Hi, freut mich. Schön, mal eine Damenstimme in unserer Männerrunde begrüßen zu dürfen. Aber sowas von. Gell? Ja, es ist irgendwie Männer immer unter sich, das ist ganz schlimm. Müssen wir irgendwie auch nochmal ändern. Das ist gar nicht so einfach, je nachdem, was man für ein Thema hat. Ne? Das stimmt. Ja. Ich habe keine Ahnung, welches Thema es gibt und was weiß ich. Ich wurde quasi vorhin gefragt, hast du Bock da mitzumachen? Und ich dachte, ja, okay. Und dann hieß, ja, dann, hier ist alles. Ah, okay, sehr schön. Woher kommst du denn und warum hörst du Podcast und welche? Woher ich komme? Ich komme aus Nierstein, das liegt in Rheinhessen. Kenne ich. Ja, so nicht in der weit. Mitte zwischen Mainz und Worms am Rhein. Auf Podcast, so direkt bin ich aufmerksam geworden, eigentlich durch die Landwirtschaft. Weil, das habe ich auch schon gehört, ja. Mein Freund, der Christoph, war da mit dabei. Zusammen mit dem Holm und so. Und ja, da fing das dann so ein bisschen an. Ich bin jetzt nicht ganz so super aktiv, was das angeht. Aber ja, doch. Aber du rufst nicht mit dem Telefon an gerade, oder? Nee, ich habe hier mein Podcast-Headset. Ah, podcastest du selbst auch? Ja, ich habe da zwei, dreimal bei der Landwirtschaft mitgemacht. Ah, cool, ja. Das war dann auch immer so die weibliche Stimme im Hintergrund. Kurze Rückfrage aus der Regie. Bist du schon für den nächsten Podcast da eigentlich? Für den Galabinit-In? Ja, genau.
Genau. Du bist jetzt bei Sieleits Eintopf gerade als Hörer noch zugeschaltet worden, versehentlich. Oh. Das ist super. Du bist auf der Einwahlleitung reingekommen. Den Unterschied habe ich leider gerade in der Hektik nicht gesehen. Herzlich okay. Willkommen. Ja, vielen Dank. Ja, wir machen jetzt hier noch die letzten Minuten. Das finde ich aber trotzdem klasse. Ist doch schön. Ja. Cool. Hol Max Snyder einfach dazu. Komm. Ja, genau. Jetzt ist auch egal. Schon da? Also im Chat ist er, da habe ich ihn auf jeden Fall gesehen. Ja. Er ist ja der Nächste. Gecrashed, also, ja. Alles gut. Ja, super. Kann man ja vielleicht noch mal ein bisschen Werbung machen. In einer halben Stunde ab 22 Uhr fängt der Max Snyder mit seinem Gala Be Neat in Live Quiz-Podcast an. Müsst ihr auch alle einschalten. Ja. Waren da jetzt alle Plätze besetzt worden? Der hatte ja noch irgendwas offen. Habe ich im Vorbeifliegen wahrgenommen. Ja, weiß niemand, waren oder? Jetzt alle voll. Ah, okay. Ja, super. Ja, cool. Hat es geklappt, ja. Gestern ja noch mal ein bisschen händeringend auf Twitter gefragt, ob nicht doch der eine oder andere noch Lust und Zeit hat. Ja. Macht er ein Filmquiz oder worum geht's da? Das weiß man ich vorher mich nicht. Gar nicht damit auseinandergesetzt. Also wie gesagt, bei mir war es nur, machst du mit? Ja, okay. Ich glaube, das sind die besten Voraussetzungen dafür. Ja, definitiv. Das sind die Leute, die am Ende gewinnen. Das ist so diese Fernsehsendung aus, ich muss jedes Mal auf dem Twitter von Gala Be Neat In nachgucken, wie die Fernsehsendung heißt, der dieses Quiz nachempfunden ist. Alle kennen es wahrscheinlich, aber ich wieder 20 Jahre kein Fernseher. Also das ist irgendwie, wenn du die Buchstaben, wie heißt das, wenn man die gleichen Buchstaben nimmt Anagramm. Und anders, ist ja. Das ein Anagramm? Ja. Dann ist es ein Anagramm. Dieses Gala Be Neat In ist ein Anagramm von der Originalsendung. Und jedes Mal muss ich nachgucken. Guckst du gerade, Twitter. Oder? Nee, ich auf Twitter suchen, schwierig. okay, ich mach mal. Be Neat. Ist auch geil, dass von euch jetzt noch keiner reingerufen hat, direkt so, ja, ist doch ganz klar. Na toll. Nicht genial daneben, ja. Heißt die URL. Genial daneben, genau. Ja. Genau, genial daneben, ja. Also das ist wohl das Spielprinzip für allen, denen das was sagt. Ich durfte auch schon mal Gast sein, es war sehr lustig. Ich habe von der Autobahn gesendet. Ich war nämlich viel zu spät, musste aus dem Ruhrgebiet wieder zurückfahren und schrieb ihm die ganze Zeit, ich schaff das auf keinen Fall, ich schaff das nicht und so. Und so, ja komm, wir probieren es einfach von der Autobahn. Schalten dich einfach dazu, dank Studio Link hier Web, Quick Web. Und das ging reibungslos. Wir hatten nicht eine Unterbrechung. Anders als wenn ich hier zu Hause bin an der Glasfaserleitung. Also es war wirklich Handy, Ruhrgebiet, Autobahn, nachts, fantastisch. Deswegen, ja, beide Daumen hoch. Hat Spaß gemacht. Nicht genial. Das war die längere Folge mit Linus vorher, ne? Ja, genau. Ich war bei Linus tatsächlich, hatte mich mit ihm getroffen. Und wie das dann so war, ging das Interview einfach nicht zu Ende, weil wenn zwei Laberköppe sich zu einem Podcast treffen, dann wird der halt was länger. Und dann hatte ich aber diese Verabredung. Tja, aber sehr Dank übrigens, weil die Folge war echt geil. Hat auch echt Spaß gemacht, ja. Ja, das ist aber eben was, wo du auch dann nicht rausgehst. Ne? Ich höre doch jetzt nicht den Podcast mittendrin auf, sozusagen, weil irgendwie, ich hätte mir da einfach nichts vornehmen sollen. Ja, ist auch geil. Patrick Windelektrik sagt gerade, ich habe mal über Clubhouse mitgespielt, auch im Auto. Tatsächlich hat mir irgendjemand letztens gesagt, dass witzigerweise die Priorisierung von Audio-Streams bei Handynetzen tatsächlich besser gelöst ist mitunter als, danke Sila, natürlich der Link im Chat, als tatsächlich bei manchen Festnetzleitungen, ich nenne es jetzt mal Festnetz, egal ob Kabel oder Glas. Deswegen war es wohl, solange man Netz hat, ist, glaube ich, die Priorisierung von unterbrechungsfreiem Audio im Handynetz tatsächlich mitunter gut gelöst. Das ist jetzt keine Aufforderung, bitte alles über Handys abzuwickeln, das hat andere Nachteile. So Mikrofonqualität und so weiter. Aber ja, das kann man aber auch anders machen. Ja. Es gibt so, ja auch Silke, gute Mikrofone fürs Handy. Ja. Ja, das heißt, Silke, du bist null vorbereitet auf die Quiz-Sendung. Ja, tatsächlich. Also das Einzige, was ich gemacht habe, ist mir die entsprechende Software runtergeladen, meine Kamera gestartet und mein Headset angeschlossen. Und alles Weitere wird sich dann hoffentlich ergeben. Ja, also, so habe ich bin sehr gemacht, gespannt. Und ein Glas Wein habe ich neben mir stehen. Das gehört dazu. Das ist gut. Sehr wichtig. Das ist gut. Okay. Machen wir einen Deckel drauf. Ach stimmt, wir sind schon über der Zeit, ne? Ja, ein bisschen, ja.
Von daher, euch allen, Silke auch, herzlichen Dank fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Ja. War, wie angekündigt, eine katastrophale Folge. Nein, war super. Aber ja, hatte wenig Zeit zum Vorbereiten, und aber haben wir ja eigentlich ganz gut gewuppt. Ach, also, wir hatten noch Themen, alles gut? Ja, genau. Ja, ich bin ja immer so ein bisschen, ja. ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Danke. Ja, danke. Hat Spaß gemacht. Ja. Morgen wieder, oder? 20 Uhr. Kann Malik ja gleich mal seinen Werbekoffer auspacken. Ach so, ich muss morgen was machen, ne? Ja. Genau, Audiodump, morgen live, zur gewohnten Zeit, aber eben zu Gast auf dem RC3. Deswegen, da bin ich natürlich nicht eingeladen. Nö, aber Roddy. Roddy kommt. Ja klar, ich meine, wenn Roddy kommt, der würde mich da einladen. Das macht Sinn, grüß Roddy, schön. Ich habe dich mal eingeladen, hast du gesagt, nee, hier, was soll ich dazu sagen, keine Lust, weiß nicht. Nee, das war halt, weißt du, so Viertelstunde bevor es losgeht. Ey, kommst du dazu? Gut, komm. Ja, ich hätte noch für einen Kaffee gereicht. Ja. Das ist bei mir nie ein Problem. Ja, bei mir schon, sorry. Ja, klar. Aber hat Spaß gemacht. Gerne mal an anderer Stelle. Hier im Screen. Super. Danke, Malik. Fürs dabei sein. Ich danke dir. Danke, Pat, wie immer. Fürs dabei sein. Sehr gerne. Wir machen mal im Januar wieder was, wenn du wieder in Berlin bist und dann, oder? Ja, nächstes Jahr. Ja. Lass uns nächstes Jahr was machen. Ja, das klingt gut. Dieses Jahr machen wir nichts mehr. Ja, genau. Ja, dann euch allen guten Rutsch, wenn wir uns nicht nochmal hören oder lesen. Ja. Gutes neue Jahr. Das schön, dich mal wiedergesehen zu haben. Ja, Dito. Ja. Dass wir uns nicht nur auf No oder Nein sehen, ist schon mal gut. Da sind wir beide nicht so oft. Genau, stimmt. Ja. Wir alle, glaube ich. Ja. Müssen wir mal wieder hin. Auf jeden Fall. Ja. Also dann, herzlichen Dank euch allen. Herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Alles andere in den Shownotes, ebenso auch, wie ihr die einzelnen Leute kontaktieren könnt und so weiter. Und dann von mir aus an der Stelle. Tschüss. Tschüss. Ab in den Jossos-Podcast. Ciao. Genau.